Hallo. Sind wir da? Ja, wir sind da. Na, alles fit bei euch? Ich hoffe mal, ne? Ja. So, willkommen, willkommen an alle. Wen sehen Ihr wir denn seid ja da? schon so fleißig hier am Schneiden. Sebasti, hi, Hoggemann, na, wie geht's? Hallo auch an Matze. Marc, wie immer, super, dass du dabei bist und uns unterstützt. Ihr seid Ja. alle geil. Ha. Und noch viele andere Zuschauer mehr. Hi, hi. Ja, hier geht's ab. So, das habe ich alles, das habe ich alles. Habe ich alles eingestellt. Muss ich mal gucken, dass ich auch schön alles von euch sehe. Uns geht's immer gut, wenn ihr da seid, geht's uns doch immer gut, das wisst ihr doch. Perfekt. So. Let's rock. Wir sind all gesund, wir können uns nicht beklagen. Ja, bis jetzt noch, ne? Ha. Ja, hatte ein bisschen gespielt gestern, privat. Details, mach jetzt hier Heu. Hab en masse Stroh alles runtergeholt. Hier hau ich den Helfer wieder an, dass der ein bisschen lügt. Ist ja nicht mehr viel. Das schafft er. Werde er überleben, Attacke. wenn er es auf der Abel kriegt. Ja, das schafft er schon. Ja. Ja, das ist nicht mein Traktor. Wo ist er dann, mein Traktor? Ja, da muss man mal noch den Lohner wegnehmen von gestern. Natürlich wird sofort erledigt. Ja, die Mine hat jetzt an die 100, über 130 Tonnen Hafer von mir gestern noch privat gekauft. Ja. Für was war's? Oh, ich weiß gar nicht, 110.000? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bezahlt dann. Ja, wir Ohne halten Schnitt. und wir versuchen uns fernzuhalten, dass wir dann nicht hängen bleiben. Und Mine von Leitplanken. Also ich von Ja. Leitplanken, ja. Oder wir beide. Ah, egal. Die Zäune und die Leitplanken, Das sind unsere Feinde. die attackieren mich immer. Die Also ich halten. werde von Wurzeln Hä? attackiert Die halten und einen immer greifen fest? mich regelrecht an. Ja, das stimmt sogar. Da kann ich euch Geschichten erzählen, nachgedacht. Oh weh, jetzt kommt wieder die Geschichte. Jetzt kommt der alte Opa, wo die Geschichte Ja, es gibt erzählt. wieder alte Immer so. Opa-Geschichte. Nee, das ist. Wir waren mal spazieren bei uns Ja, im ja. Umkreis. Passiert, ne? Passiert, ja. Und ja. Dann haben wir fertig sie. Die Mine wollte sie füttern. Hat es auch hingekriegt. Ist so eine kleine Ansteige hoch. Ja. Nur das Runterkommen ging zu schnell. Da kam nur, sie wurde, wie sie, ihre Aussage von einer Wurzel festgehalten, dass man nur noch Haare und auf dem Boden gesehen hat. Das Handy habe ich nur oben gehalten, das nächste Handy war Ja, sie, also alles das hat sie wach. gekriegt. Das Handy, kein Kratzer. Sie hat das Handy in der Hand gehabt, weil sie das mitgefilmt hat. Und das Handy in der Luft. Leider Gottes habe ich Ja. das Video nicht mehr, sonst hätte ich es euch gezeigt. Aber ja. Ja, das Handy hat keinen Kratzer gehabt, also ich muss echt sagen, naja, ich habe ein bisschen anders da ausgesehen, aber gut, ne? Naja, ob sie das Handy ganz, ne? Ich werde mit der ganzen das Handy nicht so schnell in die Werkstatt fürs Handy kostet mich. Was? Was habe ich mit mir? Ach so, im Video, ja, bei Nordermarsch, ja. Hehe. Da hast du da wieder was mitgenommen, ja? Ja, wie immer, ne? Die Straßen sind ja da auch eng, ne? Ich weiß, eng ist Ja. ein dehnbarer Begriff, aber trotzdem. Es gibt breitere Straßen. Wie wir es hier vorhin schon gehabt haben, ne? In der Pfalz sind die Straßen halt nicht so breit wie woanders. Ja, heute werden wir eine Runde Heu machen. Hui. Hoi, hoi. Hast du schon Tiere? Nee, ne? Nein, ich bin clever. Ich kauf mir dann Tiere, wenn ich denen auch was zum Futter geben kann. Ich hab Tiere und ich kann denen Futter geben, Ja, weil weil ich du das von von mir, dir ich wollte abgekauft gerade sagen, weil du von habe. mir Futter gekriegt hast. Ja, also. Okay, abgekauft, ne? Sonst hätten wir uns ja nicht noch einen Traktor hier leisten können. Ja, du hast ja auch recht, Marc, ne? Wann de nimmt der Mo nix mit? Der reißt alles ab, egal wo. Deswegen habe ich hier dafür recht. Kann auch noch. Der hat schon wieder was auf der Zunge, leider.
Er überlegt schon wieder. Du willst ja schon wieder was los. Naja. Ich will da ja jetzt nichts sagen, ne? Was, naja. Aber ich erinnere dich nochmal dran an der ersten Woche, wo du deinen Führerschein hattest. Du den einen Weg da oben lang gefahren bist und einen riesen Poller mitgenommen hast, der so groß war, dass es dir die komplette Alufelge fast zerdeppert hätte, ne? Stopp, ne? Da muss ich mich verteidigen. Es war dunkel an einem Auto. Hat ja kein das Licht. Nein, das Licht von meinem Auto war falsch eingestellt. Das war der Werkstatt ihr Schuld. Sehen da, wie sie ja, Ausrede findet. Es ist wirklich so. Es war stockdunkel, das Licht war falsch eingestellt. Ich habe nichts falsch gemacht. Der Bordstein hat mich attackiert. Ja, wäre ja. Also mein Auto. Wäre ja nicht so, als ob sie nicht schon seit über 20 Jahren hier lebt und wüsste, wie die Straßen sind. Ne? Ja, gut, die sind vereng. Die waren vorher nicht so eng. So, die haben sie extra wegen dir enger gemacht. Ja, die so, extra nehmen da. Ja, dann Entschuldigung, dann nehmen wir alles zurück. Gut. Ich habe schon so viel Sache gerobbt, ach Gott. Einige Handys geschrottet. Einige. Ich rechne meistens so mit jedem Jahr ein Handy. Nee, mein Handy, du, das habe ich echt schon lang. Ja, Hocke mal, da verstehe ich dich. Ich bin auch Anti-Drehschemel. Also normalerweise habe ich die immer gemieden und bin nie gefahren, aber mit dem Mod werde auch ich gleich meinen Anhänger verkaufen und einen anderen kaufen. Ja, mit Drehschemel, jetzt gibt es ja einen Mod dafür. Ja, das ganz einfach kleine. Ja, also jetzt hier sehen das nicht, weil jetzt habe ich einen Wender dran, aber später zeige ich euch das und dann geht das ratzi. Einfach den Drehschemel mit Traktor gerade stellen, dann Z drücken mit dem Mod, schon kann man wie mit einem normalen Anhänger umfahren. Cool, du arbeitest auf einem Bio-Betrieb, das ist ja geil. Bio, cool. Das ist cool. Muss man bestimmt viel beachten, oder? Oh, bestimmt 1000 Richtlinien, oder? Ist ja mittlerweile bei den Landwirten genauso, nicht so nach Wasser, nach das, nach das. War der nicht in 19er? Nee, im 19er war der es nicht, nein. Das müsste ich. Ja, das ist... Okay, dann habe ich das geträumt. Das hast du geträumt bestimmt. Denn den du meinst, ist was anderes. Ist ein anderer Mod gewesen. Okay. Dann nehme ich zurück. Wir hatten damals so einen Mod, der so ähnlich war, aber nicht für Drehschemel. Das war was anderes. So, ach ja, das war okay. Was das war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall war der so ähnlich. Biohof ist echt, also das ist eine Ansage. Ja, muss man, denke ich, muss man sehr viel beachten. Also, kann mir gut vorstellen. Wenn du noch Tiere dazu hast und die auch noch bio sind, dann darfst du die ja auch nicht mit irgendwelchen Futter, wo du aus dem Ding da rausgeholt hast, welche aus dem Großhandel oder sowas, sondern du brauchst spezielles Futter, was auch bio ist und hier und da. Stell ich mir schwer vor. Ja, Entschuldigung. Nicht hinkotzen. Ja, ne? Ja, dann gib mir mal Alarm. Lenkachse-Sperre. Ich glaube, war das Lenkachse? Ja. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, es gab so einen ähnlichen Mod. Es war aber nicht für die Drehschelme, sondern der war so ähnlich. Lenkachse-Sperre, ja, das war das. Glaub, ja. Was mache ich denn jetzt? Biohof ist schwer, ja, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Und Biohof ist, sagen wir es mal so, lukrativ ist es, denke ich mir mal, klar. Weil die manchen Sachen für die Arbeit, die du reinsteckst oder die ihr reinsteckt, ja natürlich auch teurer sind. Aber wenn man mal überlegt, was man da alles an Arbeit reinstecken muss. Halleluja. Darfst du ja nichts verkehrt machen. Ja, verständlich. Ja, ich habe meistens Pferde, weil meistens ist die hier so schon mit. Ja, ne,
Automatisch. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, die Hirse war mit auf dem Feld, deswegen habe ich schon drei Pferde geholt, weil das eh klar runterkommt. Ja. Ja, aber ist richtig so. Also ich mache das immer schon so. Ja. Ich tue mir erst Tiere anschaffen, wenn ich Futter habe, weil jedes Mal alles kaufen oder was weiß ich. Ich könnte mir sie jetzt hier auch kaufen. Wie gesagt, auf der Map gibt's Getreidehändler, wo du alles auch kaufen könntest. Aber wozu? Macht ja keinen Spaß. Nö. Bin ich. Deswegen hol ich mir erst Tiere und dann mach ich erst Futter. Hol ich mir Tiere. So, Ansehzeit außer Bienen ist und weit. Außer Bienen und Hühner, ja. Also Hühner, klar brauchst du Weizen, aber das hast du meistens, wenn du eine Karte startest, eh. Weil du ja eh meistens so im August startest, hast du das eh. Und ja, Bienen brauchst ja fast gar nichts. Außer in der Nähe ein paar Blümchen oder ein Feld. Ansonsten. Wenn aber überhaupt. Die könnte ich eigentlich noch setzen. Ja, du wirst ja die Spacken ab und zu mal ein bisschen bei dir. Jo, ausprobieren. Wir setzen die so viele, das F1 und Verkaufspunkt neben dran und fertig. Ja, das mache ich jetzt. Ah, Bienchen. Ein Blümchen. Das, was man noch so machen kann, das ist Gewächshäuser. Guten Abend, Saskia. Gewächshäuser sind auch sehr lukrativ, muss ich sagen. Das muss ich echt sagen. Ah, die Saskia. Na, Tagchen, Tagchen. Ja, ne, das kam erst gerade bei mir an. Also. Du siehst das früher. Haha, ich bin was Besseres. Ja, ne? Ah. Ja, aber wie gesagt, also bei Gewächshäusern, das ist meistens lukrativ, brauchst du nur einstellen, Wasser reinmachen, wenn du die normalen ohne Mod nimmst. Und dann. Mist, oder? Kommt doch auch noch hin, oder? Nein, das kommt drauf an, ob du einen Mod hast oder nicht. Also es gibt welche, es gibt Gewächshäuser, wo du Saatgut noch reinmachen musst und Mist und keine Ahnung, aber die normalen gängigen von Giants, die hast du ja nur Wasser reinmachen. Und ja. Oh, jetzt haben wir schon Oktober du drin. Ja, ne? Bienchen und Bienchen, so am Verkaufspunkt. Was ist Verkaufspunkt, wo die Palette spawnen, näher gesagt. Okay, die steigern dann nur, die tun dann nur den Ertrag steigern. Das sind die immer dann dacht so, das sind die letzten 2%, die immer fehlen, wenn du dein komplettes Helfen und wenn du deinen kompletten Hof fertig hast. Dein komplettes Feld fertig hast. Ja. Siehst du mal, das weiß ich so. Hört? Ja, ich habe das mitbekommen. Das sind immer die letzten 2%, die immer fehlen, wenn du. Ich habe eigentlich wirklich immer Biene. Aber nicht in der Nähe vom Feld. Ja, von M-Feld, jo. Ah, ich setz mich auf die 2%. Mach das. Bis bald. Was geht jemand? Er muss noch was machen, du Basti. Achso, steht ja da. Hörbar lesen kannst, kein Vorteil, ne? Ja, also. Ja, bis dann, ne? Trotzdem danke, dass du kurz da warst. War geil. Super. Super, dann kommen coole Gewächshäuser mit Wasser, Mist, Dünger etc. raus. Ja, kommen die raus? Ja? Oh, muss mal gucken. Muss mal reingucken. Wir werden doof im Laufende gehalten. Ja, so gehört sich das. Das ist richtig. Denke, wir wollten noch was ansprechen. Ach so, genau. Also, jetzt haben wir eine Zeit lang hier gespielt. Jetzt müssen wir mal kurz was ansprechen. Falls es irgendeiner von euch mitgekriegt hat, haben wir ein Video rausgelöscht. Das Safe Game die Safe Game Vorstellung von der Niemandsland. Das hat aber einen ganz einfachen Grund und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass der Typ. Wir haben das damals aus FBM rausgezogen, wollten mal unsere erste Vorstellung machen, aber ja. Du hast die gemacht. Also ich habe die gemacht, wollte mal die erste Vorstellung machen, habe mir nichts bei gedacht, ich fand die cool, das Safe Game, und ja, habe ich also gemacht. Jo, dann wurde ich jetzt vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass das Safe Game, wo ich damals auf FBM einfach nur so runtergeladen habe, mit dem Typ habe ich, der das reingesetzt hat, noch nie ein Wort gesprochen. Oder ja, geschrieben, kennen wir auch Ahnung. Nicht, gar nicht. Und ja, deswegen, und dann kam da eine Nachricht, dass die vom Paddy ist.
den YouTuber, den viele kennen, denke ich mir mal. Gehen raus. Grüße gehen raus. Und das geklaut worden ist. Und ja. Wir wurden dann sozusagen von irgendeinem Typen verurteilt. Wir wären... Mod. Ja, wir würden Modklau unterstützen. Da möchte ich hier klarstellen, das tun wir auf gar keinen Fall. Wir sind mit Mapper befreundet. Der hat uns die Niedersachsen 22 anvertraut. Wir haben noch nie irgendwelche Mods weitergegeben oder selbst veröffentlicht, wo wir nicht selbst hergestellt haben oder sonst irgendwas. Wir wollen aber mit Modklau überhaupt gar nichts am Hut haben. Deswegen sind wir dazu gekommen und haben gesagt, wir werden jetzt nur noch Mod-Vorstellungen oder Map-Vorstellungen machen von Leuten, die wir kennen. Genau. Ja. Das kurz dazu. Das war's aber auch schon wieder. Hallo, ja. Aix. Schön, dass du dabei bist. Wir wollten nur mal kurz dazu was sagen, dass nicht die Leute denken, wir würden hier irgendwelchen Schwachsinn betreiben. Ja, ich fand's nur witzig, dass man gleich so Sachen unterstellt. Ist ja egal. Ja, war ja jetzt nicht von, das war dann von jemand anderem, also ja. Nicht, ja, nicht von dem, Paddy. Nicht von Paddy, dem YouTuber, sondern das war jemand anderes, der darunter geschrieben hat, dieses Safe Game ist draußen, genau. Ist weg, fertig, Ende Melinde. Klargestellt, so, fertig. Weiter geht's im Takt. So, dann hole ich jetzt einen Schwader, brauche ich jetzt das ganze Zeug doch raus. Ne, Saskia, leider sind's noch keine 1000 Abonnenten. Nee, noch nicht. Noch sinkt sie nicht. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Noch kann ich üben. Aber sie übt fleißig. Ja, ja, ich trau euch alle nicht. Hier seid mir manchmal unheimlich, auf immer voll viele Abos zu. Muss man immer vorsichtig sein. Ja, ich hab gesagt 1000 Abos, ne? Ja, ja, muss ich Werbung machen. Spaß, ne, alles gut. 1000 Abos kriegen wir schon irgendwann zusammen. Genau. Braucht kein Weizen und keine Gerste, kann ich auch nicht ansehen. Das habe ich auch ohne. Dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja, so gut kann ich das Ding machen. Da ist doch nicht so große Hoffnung. Ich wollte gerade sagen, Leute, seid doch gleich. Okay. In paar, Superstar. In ein paar Jahren, ja. War da drum, wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, ne? Außerdem, wir hätten jetzt schon gedacht, dass wir jetzt schon 123 Abonnenten haben. Wir sind jetzt vor guten, wie ich schon oft wiederholt habe, vor guten 3 Monaten haben wir erst angefangen. Ja, gib du mal deinem Wuff-Wuff-Essen. Ja, gib mal Essen, genau. Vor der noch dich essen tut oder sowas. Das kommt nicht. Die ganze Zeit rumbellt. Das kenne ich nämlich von meinem. Wenn der nämlich Hunger hat, dann bellt der so lange, bis er was zu essen kriegt. Aber Gott sei Dank nicht so grill, sondern. Der kam. Naja, so jetzt auch nicht, aber. Der kam in Stimmbruch schon. Ja. Was ist denn Schönes im Angebot? Nichts Besonderes. Ein Motorrad? Eieiei. Was ist denn mit dem Motorrad? Ja, schon nur geguckt. Achso. Ich wollte sagen, brauchst jetzt kein Motorrad. Nett? Außer du willst damit, also wenn du mit dem Motorrad der Hänger ziehe, dann kannst du mal versuchen. Vielleicht klappt das ja. Das klappt nicht. Nett? Nicht wirklich. Gras könnte ich machen. Stimmt, ich habe hier nur ein Grasfeld. Gucken, ob mein Helfer das Feld da ordentlich fliege tut. Ja, wenn nicht, gibt's Eier. Ja, kommt die Mine mit der Route. Oh ja. Boah, das musste nur aber nochmal komplett neu machen. Das mache ich jetzt ohne. Ja. Ah, jetzt kann ich mir meine Mähmaschine nicht holen, die ist so teuer. Ja. Hunde können immer dumm gucken. Das kennen sie am besten.
Wenn sie irgendwas will. Ja, das ist ja das, wenn man dieses Schiefe angucken, wenn sie betteln oder wenn sie irgendwas haben wollen. Gucken sie stundenlang an und die können stundenlang angucken, weil die Hexenkreuz, also. Wenn sie, die starren die stundenlang, aber bis sie irgendwann sagt sie, jo, ist ja gut jetzt, machen wir es halt. Unser Hündin ist ja dezent aufdringlich. Ja. Also wenn die was will, wenn die was irgendwas von dir will, die springt komplett auf die Stufe. Moin, moin. Moin. Alles fit? Gio, Gio, Gio. Gio, Gio. Ich hoffe, wir sprechen dich richtig aus. Wenn nicht, oh weh. Bitte nicht gehen. Wir haben es nicht so mit Sprachen. Wir haben es nicht so mit Sprachen. Also meine Frau kann zwar Französisch, nur mit der Sprache hapert es ab und zu mal. Ja, ist eine schwere Sprache. Das ist gut, dass wir deinen Namen richtig aussprechen. Und welche Variante war das? Jetzt sind welche Aussprache? Gio oder Gio? Eins oder zwei? Eins oder zwei. Also eins wäre für Gio, zwei wäre für Gio. Mal gucken, wie schnell unser Chat ist, bis es ankommt. Ah, das ist... Schön, dass ich jetzt nicht beim Shoprennen gefahren bin, sondern in die Seite Gast. Jo, kommt gut. Eins. Ah. Super. Also Gio. War ein cooler Name. Ja. Ja, die Pfote vom Hund, oh, bei unserem anderen, der hat so schwere Pfote. Also, ne, musst du mal vorstellen, es gibt ja schon richtig große Hunde. Ja. Dann kriegt man davon so morgens früh, so wenn du gerade, weißt du, gerade noch im Tiefschlaf und der Hund will raus und kriegt man dann die Pfote mäßig. Das tut weh. Dann bist du hellwach danach. Dong. Das andere Methode ist Hesche dann zu weggehen. Ja, ungefähr, oder ne? Aufstehen! Dusch. Das ist erst Mongong. Oder Emo übers Gesicht decken. Ja, das ist immer eklig. Wenn man vorstellt, dass sie jetzt, klar, die Hunde reinigen sich so selbst, aber jetzt mal ohne Flachs, ey, die tut sich Wäsche, tut dir das Gesicht lecker und vorher hat er sich das Arsch in das Arschloch vorher ausgelutscht selber. Die Hundescheiße gegessen. Also, was erst vorhin mit dem draußen, hast du gesehen, dass er gerade so den Dünnpfiff hat, weil er das Fressen nicht vertragen hat oder sowas? Wir spielen auf der Niedersachsen 22. Die Karte ist noch nicht draußen. Der Timo und ich testen. Genau, wir haben die von unserem Map von NDS Modding von unserem Mapper gekriegt, Flo. Grüße an dich, falls du siehst. Erdnuss. Und ja, wir testen sie ein bisschen. Er ist immer noch ein bisschen am Basteln. Hier Deko, da noch ein bisschen was platzieren, hier noch ein bisschen was verändern. Und deswegen testen wir sie. Ja. Aber die wird bald rauskommen. Müsst ihr euch noch gedulden. Ach, der Screener noch rum. Aber ihr kennt sie auch, das ist die gleiche Karte wie ein 19er Niedersachsen 21. Das ist nun die zweite Version davon. Genau. Ein Hoverboard. PC, ja. PC zocken. Ach so, PC. Ach so. Ja, wir zocken PC, ja. Wir pocken PC? Wir pocken PC. Na, was? Warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken, Leute. Also das interessiert mich erstmal. Was ist ein Hoverboard? Also klar, eine Hunderasse, mir auch klar. Hoverboard. Oh, ja. Das sind große Hunde. Ui. Hast du gesehen? Ja, sind schöne Hunde. Schön, ne? Als Welpen sehen sie richtig knuffig aus. Man lernt nicht aus. Ja, ne? Ja, wir haben früher viel PlayStation gezockt, aber KLS oder so. Ne, früher waren wir meistens dann. Was habe ich so früher auf PlayStation gezockt? Assassin's Creed, Kingdom Hearts, Call of Duty, Need for Speed und so ein Kram. Das habe ich alles auf PlayStation gezockt.
Aber die Zeiten sind vorbei. Ja. Wir sind nicht mehr so die PlayStation-Freunde. Wir haben zwar noch eine, aber zocken tun wir da eher selten drauf. Singst doch immer als Motto. Oh, jetzt komme ich wieder zum Singen, ne? Singst da immer drauf gezockt. Ja. Das Thema Singen, ne? Geht nicht einmal vorbei. Irgendwie. Mindest Lieblingsspiel auf der PS waren auf der PlayStation waren jeweils bis jetzt immer SingStar. Hehe, da hat mich auch keiner gehört. Nein. Außer ihr. Ich hab nur nebendran gesessen, aber hat dich keiner gehört. Ja, ich hab immer so laut gemacht, Fernseher, dass man mich nicht hört. Du bist, dass ich ab und zu einen Ton ausgemacht habe. Ja, das war gemein. Man hat so richtig gemerkt, wenn die Mine so im Flow drin war, dann immer Ton aus. Mach den Ton wieder an. Aufgehört zu singen. So, dann gehe ich mal wieder runter. Jetzt habe ich mir nämlich ein Mähwerk geholt. Zum Mähen. Okay. Oh, du gehst gar nicht raus. Oh, der hat umgebaut. Das ist verwirrt mit der Halle. Das ist schön, dass du wieder dumm bist, das ja. Formel 1 für den Livestream. Boah, ich hab noch nie Formel 1 gespielt. Boah, geil, Autorennen. Also ich kann Autorennen spielen, daran liegt's nicht. Ich zieh dich ab. Aber mal gucken. Mal gucken. Gucken wir uns mal an. Irgendwann bestimmt mal machen wir's. Ja, so Autorennen wäre schon geil. Ich würde so wahrscheinlich immer irgendwo umfliehen. Du ja. Ich bremse nicht. Minus Devise bei Autorennspiel auf dem Computer oder auf PlayStation: Wer bremst, verliert. Ja. Die Fahrt. Aber bremst nicht. Und die gewinnt dann auch. Ja, das ist Sinn des Spiels. Zu gewinnen. Ach so. Wie ja. Das Auto denn nur aussieht, ist scheiße. Ich wollte sagen, also. Oh, GTA ist geil. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Die Saskia und ich, wir sind uns echt gleich. Naja, nur dass die Saskia. Genau, ja, Entschuldigung. Nur dass die Saskia nicht singen muss. Ja, sie will nicht singen. Nee, SingStar. Ja. Clever. Oh, ihr seid eine Truppe. Ja. Eine coole Truppe. Oh, weia. Ja, sollen wir mal eine Folge GTA irgendwann hochladen, Leute? Guck mal, die gucken alle musste Timo sich wieder installieren. Nee. Ich mag GTA. Daran liegt's nicht. Es ist nicht so ein Spiel, wo ich jetzt sagen könnte, boah, habe ich gar keinen Bock zu. Das Problem bei GTA ist, ich mag dieses, wie soll ich sagen? Dass du das Geld, dass du dir nicht so Geld machen kannst, sondern du musst es kaufen oder bezahlen und wenn du Geld viel haben willst, musst du es tagelang oder wochenlang erwirtschaften und Hinz und Kunz und das, was du da erwirtschaftest, ist meistens ein Witz, wenn ich ehrlich bin. Und man wird wenn es meistens so bei mir gewesen, wenn ich drauf in GTA drin war, war ich innerhalb von 5 Sekunden tot. Einmal abgeknallt, ja. Ja, das ist das Witzige daran, wie du Autos klauen kannst und so zu Schrott fahren kannst. Ja, das ist witzig. Oder andere Leute mit der Bazooka abschießen, das ist auch witzig. Also in echt bitte nicht machen, nur jetzt im Spiel. Aber. Heutzutage muss man noch dazu sagen, ja. Nee, aber GTA zocke ich auch gern. Habe ich jetzt auch schon lange gespielt. So.
Jetzt mit PS4 Plus kriegst du jeden Monat eine Mille. Alter. Echt? Ey, wie krass ist denn das? Kauft sich Mine doch nochmal eine PS4. Ja, wir haben ja hier eine Stehe. Ich brauch doch nur das GTA. Ja. Nee. Ah, das habe ich ja auf dem Computer. Ja, demnächst wird's mal. Ich hab vor, nee, demnächst mal meine. Wann? Haut mich nicht drauf an, aber irgendwann im Laufe des Monats oder nächsten Monats werde ich mal die Switch an meinen Computer schließen und dann wird mal eine Runde vielleicht Mario Kart oder sowas gezockt. Gegen die Mine. Das wäre mal was. Ja, da verliere ich immer, komischerweise. Der schummelt. Ja, das ist auch witzig. GTA immer jeden Monat eine Mille, da hast du das immer Luxus. Das beim Computer nicht. Nee. Da hast du mal irgendwann vielleicht an Weihnachten geklickt, wenn du drin gehst. Da hast du mal was kriegst. Die Autos haben und dann die Bullen hinten drauf. Ja, aber kommt drauf an, wie stark die Bullen werden. Ab einem gewissen Stern habe ich aber auch keine Lust mehr. Da kommt alle 5 Sekunden der Helikopter und keine Ahnung. Von Rockstar Games persönlich? Okay, hier ist immer witzig. Dass da so große Unterschiede gemacht werden. Ja, das stimmt, ne? Ja, so kann man es auch sehen. Dafür gibt es Nuklearwaffe. Jo. Ach, ich soll das da anschalten, das Mimik. Warum geht das nicht an? Habe ich wieder was mit verbunden? Ah, jo. Okay, ja, war ja Monatsende, ne? Hast ja gesagt, jeden Monat eine Mülle. Spaß, man muss aber auch. Ist geil, ja klar, logisch, aber man muss aber auch, um die manche Sachen in GTA leisten zu können, auch mal ein paar Monate erstmal sparen, ne? Ja, das stimmt. Du Streber, aber. Mahlzeit Sergeant Daywalker. Das war ein cooler Name, Sergeant Daywalker. Hallöchen. Okay, und danach nicht mehr oder was? Oder geht es dann weiter? Guck mal, für uns wird Werbung gemacht. Also eher für dich. Was denn? Ja, die hat, Saskia hat gerade geschrieben, Leute, Abo geben, damit die liebe Mine schneller singen kann. Saskia, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Aber ja, lass gern ein Abo da, habe ich nichts dagegen. Bis 1000 ist noch genug. Also um das mal kurz abzukürzen, damit auch jeder das weiß, für die Neuen, ne? beim letzten Livestream hat die Mine sich ein bisschen verhaddelt mit ihren großen Tönen. Das heißt, sie muss ab 1000 Abonnenten ein Video rausbringen, wo sie singt. Natürlich ohne irgendwelche Musik im Hintergrund, weil das ist ja Copyright. Ja, außer kann natürlich jemand Gitarre spielen. Ja, bestimmt, aber das wird keiner tun, weil ohne Musik hört man deine Stimme besser. Was? Ja, du hast recht, ich bin selbst schuld. Jo. Man muss vorher nachdenken, bevor man was sagt.
du Scheißding. Oh, guck mal. Oh, siehst du, was sie unterstützt dich wenigstens. Ja, das ist nett. Kannst du Flöte spielen? Also, das Instrument. Es ist ja keine Wette. Es ist ja das Problem. Ja. Die hat von sich aus gesagt, bei 1000 Abonnenten singt sie. Da kam, das war ja keine Wette oder sowas. Wir hat ja nicht irgendwie eine Wette verloren, sondern es kam von ihr aus. Wenn irgendwie du drüber gehabt, aus Spaß habe ich das gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, aus Spaß, kannst ja mal, ich gehe jetzt mal eben was zu trinken holen, kannst ja mal der Leute was vorsingen. Und dann haben wir es weiterhin über dieses Thema gehabt und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, bei 1000 Abonnenten singe ich. Ja. Naja. Und das haben sich nicht tun. Und das haben sich mal unsere Abonnenten natürlich gemerkt. Das heißt, ab 1000 Abonnenten muss die liebe Mine singen. Ja, ja, das ist er. Da haben wir schon mal den Salat selbst hingebrochen. Ja, Lukas Bartel. 127 Abonnenten, danke, danke, danke. Ja, Lukas Bartel. Bis jetzt passt alles ohne Probleme. Hab keine großartigen Dinger. Der Error, der da oben ist, der hat mit der Karte nichts zu tun. Keine Sorge, das ist was anderes. Passt alles super. Das ist ein anderer Mod, den ich mit drauf habe. Der hat nichts mit der Karte zu tun, aber ansonsten einwandfrei. Da kommt noch ein bisschen was. Da kommt noch ein bisschen was mit drauf. Er ist noch ein bisschen am Arbeiten, unser Mapper. Aber es läuft. Dauert nicht mehr lange. Aber ein bisschen schon noch. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Und danke bis jetzt für die geilen 12 Likes. Ihr seid super. Ja, wie gesagt, einige Abonnenten. Wie viel denn? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe echt Angst. Also 127. 127? Mhm. Läuft. Danke, danke, danke. Danke, danke. Ihr bringt die Mine immer mehr dazu zu singen. Mal schnell 200 Profile machen. Ja, dann wäre da was, ne? Ja, ja, ja. Aber da musst du aber auch, ne? Nicht nur 200 Profile, sondern du musst dann mit den 200 Profilen aber auch jedes Video von uns jedes Mal angucken, ne? Da hast du was zu tun. Hast du so viel Zeit? Das ist die Frage. Warum ist der Abo-Button grau? Echt? Der Abo-Button ist grau. Welcher Abo-Button? Der Abo-Button grau? Der ist rot. Der ist grau, wenn du drauf gedrückt hast. Ja, wenn du schon abonniert hast, dann. Wenn du schon abonniert hast, steht ja abonniert drauf. Da ist er grau. Vielleicht hast du uns schon abonniert und du weißt das gar nicht. Vielleicht war es die Freundin, keine Ahnung. Ja, das ist die Frage, wie lange Giants das dann braucht, zu testen und allem drum und dran. Ja, das ist die Frage halt. Erreichst du ihn auf jeden Fall und dann schauen wir mal. Er hat gesagt, erreicht sie ein. Ob sie dann natürlich angenommen wird und was weiß ich was. Ihr wisst ja, wie Giants im Punkt um Vierfach-Map steht. Ja, ja. Auch was eigentlich unlogisch ist, weil letztes Mal mit 19er war sie drin, aber naja. Wir sehen es mal. Also er hat vor, sie definitiv in Mod-Hub hochzuladen. Ob Giants das mitmacht, das liegt natürlich ganz an Giants. Jetzt das Ding, das geht mal auf den Sack, du. Sehner, verlauter im Chat gucken, fahr ich jetzt überall hin und nicht dahin, wo ich wollte. Jetzt bin ich hier. Scheiße, da ich hier voll den schiefen Strich gemacht. Ach, wie du wieder rumfahrst. Aktuell ja, muss ja. Aber die Abonnenten will ich auch nicht wieder draußen haben, ja? Wenn du die ganzen Kanäle machst. Abo. Ich bin voll umlaufende. Danke, Marc, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Das ist halt die Frage, ne? Also, unser Mapper hat gesagt, reicht du so lange in Besonne. Das ist die Frage. Gell, hast du gesoffen, Rotsaskia? Nein, eigentlich noch nicht. Noch nicht. Das kommt davon, wenn man ja nicht die ganze Zeit euch beim Schreiben zuschaue und nicht auf den Bildschirm in der Mitte schaue, sondern die ganze Zeit nach links,
auf meinem zweiten Bildschirm und dann fahre ich halt wie ein Besoffener. Ja. Aber apropos Saufen. Ja, was sind jetzt schon wieder? Ich hau euch mal kurz den Helfer hier dran. Der fährt jetzt hier eine Runde für mich und ich gehe mir mal eben ganz kurz meinen Tee machen. Ihr wisst ja, ich trinke gern Tee. Tea time. Bin gleich wieder da. Die Mine, ja, ich bin die ja da. Unterhält euch so lange. Vielleicht so, singt jetzt sie diesmal. Nein, ich singe nicht. So, sorry, ich habe gerade was gemacht. Okay, ja, das ist ja blöd. Ich sage ja, manchmal muss man Giants nicht verstehen. Aber wir versuchen es, also Mapper versucht es. Und er gibt sein Bestes. Auf jeden Fall. So, ich verkaufe mal wieder meine Mähwerke, weil ich die doch irgendwie blöd finde. Wow, was empfehle ich, Xbox oder PS? Mir hat schon beides gehabt. Ich bin persönlich von PlayStation ein Tick mehr begeistert. PC ist natürlich am besten, aber ja. Aber es ist jedem sein eigener Geschmack, also schwierig. Was wird schon Wir haben ein Abo. Ja, was wird schon du sagen? Eher PlayStation oder Xbox? Wir haben ja schon beides gehabt. Also an sich sagen wir es mal so, es ist wie die Saskia schon sagt, Geschmackssache, wenn sie das meint, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, PS4. Ja, ne? Tut mir leid, aber ich habe beide schon gehabt und mir hat die PS4 persönlich nur für meinen Geschmack besser gefallen. Ja, weil die Xbox haben wir auch gehabt, aber nicht so arg. So, und da oben. Ich weiß auch nicht. Erstmal müssen wir jetzt mal gucken, erstmal gucken, wer hier gerade. Ja, das finde ich lustig. So ein geht, Andreas, gell? Schlegel. Willkommen bei uns, Andreas. Herzlich willkommen bei uns. So, das ist schon mal das Erste. Geht's ja wieder hier rund, ey. Und dann, warte mal, irgendwo habe ich gesehen, war hier gerade Werbung. Was, Werbung? Wo? Von einem anderen. Hier könnt ihr mal alle folgen. Nein, können wir nicht entfernen. Marc, Werbung bitte rausmachen. Genau, also ist. Werbung für andere Kanäle gibt's hier nicht. Ich werde demnächst noch sogar noch hier die Chat-Rules machen. Direkt einfügen. Ding? Also Leute, ihr könnt hier gerne mitgucken, ihr könnt hier gerne quatschen, aber mit Werbung, Eigenwerbung in anderen Kanälen. Komm. Ne? Machen wir nicht. Muss nicht sein. Kanäle. Also ich gehe auch nicht zu anderen Leuten in die Kanäle und sage, ja, kommt mal auf meinen Kanal, ich mache hier gerade live, lass mal ein Abo da. Also. Kommt nicht so geil. Sieht ein bisschen armselig aus. Ebenso, aber ich brauche was zum LS22. Ja, dann PlayStation. Also wenn du was zum. Na klar, logisch. Also, wenn ich sagen muss, PC ja, ne, wenn es für LS22 zu spielen, dann ne, PC, klar. Für richtig geile Sachen. Also, ist meine Meinung, weil es halt einfach geilere Mods gibt. Für
den LS22, wo ich schade finde, dass es für die PS4 und allgemein für die Konsoleros da so wenig gibt. Alles gut, Marc, kann nur basieren, ne? Ich hab's auch überlesen, mach dir nichts. Nein, ach Gott, ich hab's auch überlesen. Ich hab's gesehen, weil der Honger, weil der Hoggemer, der hat da was geschrieben gehabt, dass Eigenwerbung stinkt. Und deswegen. Alles gut, kann passieren. Werde demnächst die Chat-Rules machen, Marc. Und dann setze ich die da oben hin. Ich hab gesehen, die kann man irgendwie da oben hinsetzen und dann passt das. Stimmt, ja. PC und Laptops sind sehr aber ehrlich teuer. Gesagt, als wenn du jetzt für 600-700 Euro eine PS5 kaufst oder für 600-700 Euro einen relativ in Ordnung PC kaufst, wenn du jetzt nicht streamst und hier und das machst und 4K-Auflösung haben willst und was weiß ich was, ist es okay. Aber die, wenn du jetzt nur LS zocken willst, die Mine hat auch einen 0815 Computer. Das ist nichts Großartiges, der hat. Der war nicht so arg. 400-500 Euro gekostet. Nee, Monette Mo. Also von da aus kommt es aufs Gleiche. PS4, okay, ist billiger. Klar. Aber wer weiß, wie lange da noch Spiele für rauskommen. Das hat mich halt immer so geärgert, weil ich war eigentlich PlayStation 3 und dann gab es so immer weniger Spiele. Dann kamen die neuen Spiele raus, dann musste der gezwungenermaßen sozusagen, wenn sie komplett neue Spiele waren, wenn man jetzt zum Beispiel kennt. Nur beispielsweise Call of Duty, musste der natürlich eine PlayStation 4 holen, weil nur das neueste Spiel auf der PlayStation 4 geht. Das ist ja die Sache. So, und dann hat es mich schon total abgefuckt. Und das ist der Grund, warum wir auf PC umgestiegen sind. Ja, und weil es halt extrem viele Mods und so Sachen gibt für LS2 zu machen, das ist ja meistens PS4 so. Die Sachen, die wir immer gezockt haben, Need for Speed, Assassin's Creed, Call of Duty und etc., was es nicht alles gibt. Du hast im, im PS3 gespielt, eine Zeit lang war die PS4 draußen und irgendwann hat es keine, Entschuldigung, neue Spiele mehr gegeben. Das gleiche wird irgendwann auch mit der volle PS4 auf die PS5 kommen. Gute Besserung für deinen Rücken. Ja, gute Besserung, ne? Mach dir keinen Stress. Und denk dran, Saskia, ne, wenn du Rückenschmerzen hast, wenn es hinten wehtut, soll man vorne aufhören, ne? Eieieiei. Ja, aber der Spruch muss ich noch hingetrickt kriegen. Ja, wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ist nur LS22. Ja, da musst du dir überlegen, was du halt machen willst. Den Computer kannst du nach und nach aufrüsten. Kannst du ja eh schon mal in der Hole, wo gerade so langt. Für LS22 zu zocken und du siehst ja, wenn du dir das Spiel anguckst im Internet, kannst du ja einsehen, was für Grafikeinstellungen du brauchst und keine Ahnung alles. Das siehst du, aber das ist dir überlassen. Also ich muss ehrlich sagen, ob ich mir jetzt für 600 Euro eine PS5 hole, weil irgendwann keine PS4-Spiele mehr rauskommen, oder mir für 600 Euro einen Computer hole, das ist groß wie gebeutelt. Also, muss ich halt eher schon mal haben, klar, logisch. Also keine Ahnung, 600 Euro dumm rumleihen, das ist logisch. Ja. Aber ist eine PlayStation 4 genauso, wie sie alle. Wie teuer sind die mittlerweile? Ich glaube, 300 Euro noch oder so. Keine Ahnung. Also, gerade günstig ist die auch nicht. Oder? Ich 100 bis dann, Saskia. Tschüss, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Lege 100 der Metro und dann hast du recht. Also. Das ist ja die Sache. Spar schon für was? Spar schon Monat länger, zwei. Genau. Achso, Kredit wollte ich mir nehmen. Ja, ich nehme ja schon einen Kredit. Muss ich. Ja, Geld gibt's keins. Ich will eine Mähmaschine. Ja. Anstatt dass ihr einfach einen passenden Traktor dazu kaufst, einen billigen. Nee, die Mine hat das Problem, dass sie vorne ein Mähwerk dran bauen will. Und hier geht's ja, da man da diese Kupplungsstange da oder wie das da heißt, dran bauen kann. Das geht aber bei dem 1000er Fendt nicht. Ja. Und jo. Weil der hat das nämlich nicht vorne und jo. Und wenn man manuelles Ankoppeln anhat, dann funktioniert das Mähwerk nicht. Wenn du nicht alle Kabel und Stangen angeschlossen hast. So, und ob du eine PS5 bekommst, ist die andere Sache. Wenn die Konsole holen würden, dann wäre. Ist also. Ja, das ist ja auch die Sachlage. Also, wenn ich mir eine Konsole holen würde, da hat der Hocke mal recht, also. Dann
Wenn ich mir eine Playstation holen würde, würde ich ehrlich gesagt die 200-400 Euro mehr ausgeben für eine 5er. Mann, da kommst du genauso gut auf den PC drauf raus. Also. Deswegen, du musst das mal so sehen. Wenn du dir jetzt die PS4 holst, gibt's, wenn's hochkommt, lass mir nicht lügen, 2-3 Monate noch Spiele für, wo noch mit neu rauskommen. Weil es gibt keine PS2-Spiele mehr neue, es gibt keine PS3-Spiele mehr neue, PS1-Spiele auch nicht mehr, die neu sind. Und deswegen, irgendwann wird sich auch die PS4 im Winde verlaufen. Aber nicht in Pink. Nee. Gibt's nicht. Ja, das ist blöd, wenn es auf dem PC nicht läuft. Hast du aber echt eine Leistungsschwache. Ich habe mir schon einen. Ich wollte gerade sagen, also die Mia alles hat schon kriegt. Einen alten PC. Also der ist auch schon. Boah. Ich habe echt Bange gehabt, dass das nicht funktioniert, aber ich war echt erstaunt. Hast du alles probiert? Grafik ohne Schraube, Schatten, dies und das. Du musst das also in der Option auch gut instellen. Und der Grafik. Oder du gehst über deine. Wie nennt sich das? Über deine Grafik ein, also Systemanforderungen. Das heißt, genau. Wenn du jetzt eine Nvidia hast, kannst du in die Systemeinstellungen gehen und dann auf das Spiel draufklicken zum Optimieren an sich. Details und so Kram, und allem drum und dran, dann optimiert der dir das Spiel in der Grafikleistung, wie dein Computer es bringen kann. 12 Jahre alter PC, okay. Okay, ja, probier's nee, doch nur mit einem neuen Arbeitsspeicher hin. Ja, okay, bringt ja nichts, wenn die Grafikkarte nicht mehr mitmacht. Ach so, scheiße. Bei 12 Jahre alten PC kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Grafikkarte noch mitmacht. Ach, du Grafikkarten bei PC jetzt gerade? Mega scheiße. Ja. Extrem teuer, also. Wegen der Anfangsfehler. Ja, da gibt's aber Updates für. Und so Anfang ist sie ja nicht mehr. Der ist ja auch schon ein paar Tage draußen. Aber schnell gelernt. Ja, oder? Das stimmt. Der merkt sich vieles. Ja, ne? Ich so, wehrt sich das. Ja. Die kennen dich so langsam, ne? Ja, ja, die kennen mich ja, langsam ja, echt. Ja. Erstelle schon mal Profil vor mir. Ja, ja, die handeln, sind alles Profiler hier, alles beim FBI. Du. Die tun ja, alles ja. Unsere Daten und was wir sagen aufschreiben, damit sie sich vorbereiten können und uns dann im. Ne? Ja, ja. Ein Spaß, Leute. Ja, da hast du dir. Also die PS5, die kostet da 5-600. Aber was kostet die? Ja, musst du mal einnehmen. 5-600 Euro, oder? Naja, jetzt mal, geh mal kurz raus hier. Guck jetzt extra mal für dich kurz. Hat da so. Die neue, ja. Alter Scheiße. So kauft er eher PC, ganz ehrlich. Ja. Wenn du Klick hast. Und die funktioniert dann auch drunter, ob du zugesagt. Bei gebrauchte Sachen bin ich immer vorsichtig, ob das dann auch wirklich alles funktioniert, gerade was die technische Sache angeht. Ja. Kuni, mache. Ja. Trotzdem ist das heavy, finde ich. Ich hört man nicht. Was, dich hört man nicht? Nein. Warum? Ich glaub, man hat mich die ganze Zeit nicht gehört. Oder jetzt gerade nicht, weil ich gerade was eingegeben habe. Ich habe doch die Hotkeys von OBS da drauf liegen, da ich was eingetippt habe. Hat man mich nicht gehört. Also ich habe gerade geguckt, da hat gestanden zwischen 800 und 900 Euro. Neu. Er googelt einfach bei dem Lade und macht sich es ja. Ja. Das ist dir überlassen. Aber wenn du sie dort kaufst, ne?
Die PS5. Dann ist sie neu. Ja, und das sind 800 Euro. Also, da lässt du was da. Ja, definitiv. Dann brauchst du noch ein Spiel, das noch dazu. Und ehrlich gesagt, für 800 Euro kriegst du schon einen leistungsstarken Computer. Ist wirklich so. Also, für 800 Euro kriegst du locker einen leistungsstarken Computer. Das ist ja echt krass, ey, was die so kostet. Wenn du das jetzt sagst, nur für ein LS22 kriegst du für 800 Euro locker einen leistungsstarken Computer, hast viel mehr Mods zur Verfügung und allem drum und dran. Also, alles ist jedem selbst überlassen. Ich will keinen von der Konsole wegbringen. Nö, das ist nicht so. Wir haben alles gehabt und ich bin im Computer. Gefällt mir halt einfach besser. Hast genug Geld? Ja, dann. Hau raus, ne? Ohne Donation. Den Gag musste ich mir jetzt mal machen. Spaß. Oh, ja, damit oder hat, auch nicht. Damit hat er rechnen, damit hast du rechnen müssen. Ja, sowas kommt. Das war eine Vorlage. So, jetzt hole ich aber wirklich mein Mähwerk. Hast du immer noch nicht gemacht? Nee, weil du dann gesagt hast, ja, machst du mal Mähwerk. Fuck. So. Ja, und dann bin ich wieder zurück und jetzt muss ich gerade wieder das. Ja, die Wirtschaft muss leben, Marc, genau. Ist ja genug kaputtgang, jetzt mal ehrlich. Oh Gott, sagen. Ist genug im Arsch. Also, ja, wird wehtun, aber. Weiß ich nicht. Ihr wisst aber schmecken. Das musst du uns sagen, ob das wehtut. Ja, keine Ahnung. Ja, bist du jetzt selbst schuld. Ich halte mich jetzt zurück mit meinen Kommentaren. Ich habe mich verlaufen. Habe ich gesagt, ich verlaufe mich nie, gell? Nee, ich habe mich doch nicht verlaufen. Och, Mensch, weil das umgebaut ist, finde ich mich irgendwie zurecht. Okay. Hä? Also das ist eine Map bei mir, wo ich jetzt sagen muss, da verlaufe ich mich nicht. Bis jetzt noch nicht. Ich bin doch da oben. Wo muss ich denn hin? Ach so, ich bin dorthin, ne? Ach, Flo. Wo muss denn hin? Machst denn du da oben? Der Shop ist da. Der Shop ist... Hab ich gemerkt. Rechts. Genau. Rechts ja, von ja, dir. Ja, ja, ja. Da lang, genau. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt wieder wo. Ach, da ist er ja, wo die Hallen stehen. Katastrophenmine, ja, das gefällt mir. Oh, jetzt hast du das was gefällt mir, danke Hoggemann, das gefällt mir. Katastrophenmine. Ach, das passt sogar wirklich zu mir. Ja, ne, das passt sogar, das passt wie die Faust aufs Auge. Eigentlich bin ich ja der Elektrozerstörer, ja. Deine Spitzname habe ich auch. Ja, den hast du von mir. Weil jedes Mal, wenn du irgendwas an ältere elektronische Sachen angefasst hast, sind sie kaputt gegangen. Kann ich nichts dazu. Die Sachen waren alt. Achso. Weil sie alt. Das Geilste ist immer, wenn die Sache vor Weihnachten oder so kaputt ist. Das ist es immer. Naja, haben wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Bis wieder Weihnachten ist, ja. Ja, bis wieder die nächsten Sachen kaputt waren. Also dieses Mal, was war denn? Jedes Weihnachten geht vorher was bei der Mine kaputt. Ja. Du hast gesagt, du kennst die Karte in- und auswendig, dass du keine Karte brauchst. Ja, ja, da, ja, ich weiß. Ja, ja, ich ja, weiß. Ja, 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 ja. Das war, weil ich zu schnell gerannt bin. Und dann habe ich mich zu schnell durchge... Die Frau ist auch über keine Ausreden verlegen, ne? Also... Die hat auch immer eine Ausrede. Nein, nicht immer. Ja, aber immer öfter. Fast immer. Nur Ausreden hat. Ach, ihr verwirrt mich alle, du. Ich weiß echt nicht, was ich machen wollt. Achso, mein Mehl. Und mich fragt ihr, ob ich was gesoffen hab.
Nein, ich trinke nur Cola mit frischer Zitrone in Glas. Ja, welcher hockt aber never the Bar? Jo. Naja, Bar ist übertrieben. Ich soll deinen PC ausschalten, sonst passiert noch was. Nee, du, ist bis jetzt noch nichts passiert. Warum klopfst du auf den Tisch? Was du sonst? Weil das Holz ist und ich will nicht, dass mein PC was kostet. Das ist zu teuer dann. Ja, hättest du auf den Kopf klopfen sollen. Du bist so ein Arsch. Oh wei. So. Eigenen Ladewagen? Ja, hab ich. Also dieses die Flacker von diesem Licht, ich jetzt mal auf dem Keks, jetzt muss ich ausschalten. Von was? Von diesem Licht, ich muss demnächst mal andere Lichter einbauen. Egal wie du guckst, geht entweder das Licht eine an oder aus. Okay. Aber da, geh ein bisschen zu weit. Kaufen, kaufen. Letztens habe ich geklickt, da war ein Ort auf einer anderen. Na, nicht das Mokeklick. Oder? Das wäre ärgerlich, wenn ich nur jetzt Kauf hätte und er ist im Angebot. Das wäre natürlich doof gelaufen. Google lieber mal. Ah jo, jetzt sind die Fahrwerke im Angebot. Hieb mich doch hin rum. Ah. Na. Das Mut nicht. Alle noch wach? Nein, wir schlafen. War so ruhig. Ich häng am Zaun. Ich häng am Zaun. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du weißt, dass da wieder niemand was zu sagen hat, ne? Und um Zäune und Leitplanken. Ja. Der Zaun hat mich wieder attackiert. Achso. Ja. Und schon wieder eine Ausrede. So, Abfahrt. Kra, kra. So, November haben wir jetzt, wird cool. Erntezeit von Mais, Sonneblume, Soja. Was noch? Zuckerrübe, Zuckerrohr, Baumwolle. Okay. Ja, hast ein bisschen was zu ernten. Kappeln, Gras und Öl. Dich. Hopp, das war der Hund. Wer ich? Warum? Was denn jetzt schon wieder zu meckern? Hallo, ganz normal. Wieder Zaun, ja. Aber ich fahre doch normal. Also ich komme jetzt hier zwar den Berg nicht nur mit dem Traktor, aber ich hab da gut. Wer meint sie jetzt ist die Mine? Mine ist aber kein der, die sind die. Hätte ich ein Problem, wenn die ein der wäre. Würde ich mich da fragen, wie da die Kinder rausgekommen sind. Also du meinst mich. Dann muss ich mir das erklären, warum. Was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe. Der anstellt? Weiß nicht. Weiß nicht, ob der mich oder dich, ich meine. Was? Ich? Von der anderen, ja, die hat von dir geredet, siehst du. Der hat von dir geredet, siehst du. Mhm. Ob du deinen Führerschein im Lotto gewonnen hast? Nee, ich habe meinen Führerschein nicht im Lotto gewonnen. Ich habe nur mit Bravour bestanden. Ja, nee, du hast zwei Versuche gebraucht. Alter, ey, ohne Scheiß. Das war eine Praxis, ja, das war ein dummer Fahr. Wie nennt man das? Fahrführer, würde ich sagen. Fahrführer, genau. Fahrer, Prüfer. Prüfer. Nicht so. Fahrführer.
Das war jemand anderes, da vertiefen wir aber nicht in diesem Stream. Nee, und bei der schriftlichen, da bin ich ja gleich durch. Mit null Fehler. Ach, sie ist auch gehabt. Mit null Fehler, aha. Ja gut, du warst beim Fahren von angeblich eine rote Ampel, du war gar keine rote Ampel. Ne, die haben 6er für dich aufgebaut. Und ganz schnell wieder versteckt. Da war echt keine rote Ampel. Und ganz schnell wieder versteckt, wo sie es gesehen. Ne, der Prüfer hat schon schlechte Laune gehabt, weil er ingestiegen. Ich könnte jetzt so viel sagen, ne? Hat sich angelegt, oh ne, nicht schon wieder so Annie. Ja, super. Ich hätte nur noch 10 Minuten zu fahren gehabt. Ey, weißt du, wie ärgerlich das war? Ja. Das war teuer. Aber hat echt Spaß gemacht, den Führerschein zu machen. Weiß ich nicht. Ich habe noch nie am Lernen so viel Spaß gehabt. Ich hab keinen Führerschein. Du hast privat dich? Taxi. Ja. Boah, Führerschein. Ist mir in der Zeit viel zu teuer. Ich warte lieber, bis die wieder runtergehen. Das ist wirklich extrem teuer, aber. Ich meine, die waren schon immer teuer, aber wie sie jetzt sind. Oh, Bambi. Ah, oh, ne, das Auto. Das hat von weitem so ausgesehen. ja, klar. Ein schnelles Bambi, ne? Ich hab mein Ja, so gedacht. Das Vieh ist aber schnell. Hat Speed im Hintern. Ja, super. Ja, die haben sich gefreut. ja, der Verführer. Der Verführer, ja. Ja. Wissen wir mal, wie die Mine den Führerschein gekriegt hat, hä? Haha, mit Ausschnitt. Der erste, der war vielleicht ein bisschen warm angehaucht. Deswegen hat das da nicht so geklappt. Und beim zweiten. Der war alt. Der war dann. Ein alter Wilder. Nee, ohne Scheiß, mein Fahrlehrer hat zu mir gesagt, er hat Respekt vor mir, weil das normal ein saustrenger Prüfer ist. Der lässt normal jeden durchrasseln. Ich war nicht dabei, kann nicht sagen, was die gemacht hat. Schau mit 2 Männern alle im Auto. Jetzt hat er nichts mehr. Da kommt gleich irgendwas. Nee, kommt nichts. Ja. Nee, Quatsch, sowas mache ich nicht. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Bin ich immer dabei. Ich nicht. Bin ich immer dabei, wenn du einkaufen gehst. Ja, klar. Die wilde Miene. So, was haben wir denn hier jetzt mal schon drin an Futtersachen? Ey, ist hier bald voll, das ist gut. Oder auch nicht, das war gerade nur ein Bug. Okay, ist auch noch nicht voll. Wir müssen auch, denke ich mal, 400 Tonnen reinpassen. Da brauche ich noch Mineralfutter und Silage. Silage müssen wir auch erstmal noch machen. Ja, da brauchen wir noch Silagebunker. Welche einer, ne? Ja, da vorne. Silobunker. Den Honig, das heißt Mais. Werde ich aufpflanzen auf dem großen Feld. Genau. Nee, das ist nicht so mein Gebiet. Ja, Kopfkino ist immer gut. Kann ich denn da, was können wir, sagen wir mal so, was könnt ihr dafür, wenn ihr euch Wutzereien vorstellen, wenn wir was sagen? Also müsst ihr ja auch kleine Wutzia sein, sonst würdet ihr euch ja solche Sachen gar nicht erst vorstellen. Ja. Also, Wie gesagt, ich bin die Unschuld vom Lande.
Ja, ja. Geht doch jetzt. Ja, dann habe ich das jetzt schon mal. Oh. Da hast du aber noch ein bisschen was in zusammen, ne? Ja, ein bisschen was. Wie alt wir sind. Das schätzten. Also die meisten wissen ja, wie alt wir sind. Dann schätzt du mal. Schätzt du mal. Ohne dass die anderen euch das verraten. Haha. Aber schätzt nicht falsch. Wie. Nein, Spaß. Letztens denken, schreib einfach rein, was du denkst. Es stimmt. Wer zweideutig denkt, hat viel mehr Spaß im Leben. Da gebe ich da vollkommen recht. Komisch. Das ist richtig. Hey, ist ja nicht bloß, weil man so denkt, dass mein kleiner Ork hier feiert, ne? Nicht? Nee. Oh, muss ich gleich mal die Leute abbestellen. Fast. 28 Mine, ich 30, fast. Fast. Bei jedem musst du 3 Jahre da drauf legen. Bei jedem. Das heißt, die Mine ist 31 und ich bin 33. Aber gut geschätzt. Ja. Kurz vor der 60, ja, so fühle ich mich manchmal. Ja, denke ich mir auch jeden Abend, wenn ich im Bett gehe. Oder spätestens, wenn ich duschen gehe, nach unten gucke, denke ich mir auch. Irgendwie hängt er heute tiefer. Dingel und Dongel haben schon wieder unterschiedliche Richtungen eingeparkt. Ich glaube, langsam geht es auch in die 70 zu. Hat denn das hat jeder Mann. Das irgendwann verabschieden sich die beiden und dann gehen die auch an unterschiedliche Wege. Eigentlich du demnächst die Putzlappe drauf. Ja, das machen wir bei dir. Ja, du kannst ja auch. Das war böse. Ja. Ja. Halt doch. Eine Runde Mitleid. Dingel und Dongel. Denn. Kann auch Klöten sagen, mir wurscht. Erschrecken die Zuschauer hier. So. Okay, die meisten sind nicht gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, die wissen doch nicht. Ach, dann müssen sie sich dran gewöhnen. Ach so. Okay. Gleich die Einstellung. Gleich abhärten. So, gleich crasht das, ja. Nein, abhärten. Dass nichts mehr Schlimmes kommen kann. Aber bei dir bleiben sie da, ja, dann bist du auch noch nicht so alt. Er hat Fisch getackert. Aua. Am Bärfisch getackert. Schatz, warte, ich komme mit dem Dacke. Oh mein. Ist hier eigentlich noch eine Frau anwesend von den Zuschauern? Würde mich mal echt interessieren. Ja, du. Warum nicht, ne? Ja, du hast sie gefragt. Ja, sicher, Dogger. Oh Gott, Hilfe! Oh, Pokémon ist schon abgeerdet. Ich wollte gerade sagen, der ist schon ein paar Tage dabei. Der ist schon ein bisschen was dabei. Der weiß, wie wir sind. Ist das gewohnt. Die Pilzer ticken also ein bisschen. Oh! Hoppla! Hoppala! Ups! Ja! Hi! Du hast nix gehört! Hopsla! Naja!
Wie alle jetzt ruhig so fragst. Aber willkommen, du bist einer der Jüngsten bei uns. Ja, also so junge cool. Leute haben wir fast gar nicht. Hab ich auch schon abgehärtet, gell? Ich glaube, du gibst in der Schule schlimmere Sachen, wo dann werden. Ich wollte gerade sagen. Ah, das tut doch weh! du hast den Tacker ja noch wirklich harmlos dagegen. Alter Schwede. Wow. Aber immer machst du sowas privat, ja? Stehst du auf sowas? Ja, wir sind ja so schlimm, sind wir jetzt ja nicht, ne? Also ich muss dieses nur auf einstufen auf Ö18, wenn ich jetzt Blut oder sowas hier zeige, wenn ich jetzt irgendjemanden da abschlachte. Ja, es kommt doch jetzt nicht Blut vor. Oder sowas, dann ja. Aber ansonsten, sagen wir es mal so, haben die Eltern von dem Gio halt ihm was zu erklären ein bisschen. Ich ja nichts für. Aber mir Kinder aufkläre. ich fall gleich vom Stuhl bei dem Kerl. Geile Sau. Hast du das gehört? Geile Sau. Geile Sau. Geile Sau. Ich bin mei, freilich. Aber tut das nicht weh? Bin ja schon geboren. Was mit dem Nachel oder geht die Wand zu klatschen? Ja, ich denke mal beides. Ah, vergesst man mit dem Zweiten. Ja, bestimmt auch so im Keller, so einen speziellen Spielraum. Mit ein paar Kreuze an der Wand und ein paar. Man geht immer gerne im Baumarkt einkaufen. Ja, ne? Muss ich aufpassen, was ich sage, sonst, ne? Versauen wir unseren Gio noch. Naja, kriegen wir am Schluss auch Schiss. Die sind so schlimmer. Ach, so schlimm sind wir jetzt auch nicht. Ach. Komm, wir sind voll harmlos. Geil. Das sind Unterstellungen. Wir sind Engel. Ja, mit dem B vorne. Mobben ist scheiße. Ja, Mobben ist echt. Mobben ist richtig scheiße. Asozial. Also Leute, hört auf zu mobben. Ihr mobbt. Ohne Scheiß seid ihr kleine. Ja, sagen wir es mal so, das kann ich jetzt in dem Chat nicht sagen, aber ihr seid echt unter aller Sau, halt auf die Leute zu mobben. Das geht überhaupt nicht. Das geht sowas von auf die unsere, Seele, ey. Unsere Tochter wurde arg gemobbt eine Zeit lang in der Schule. Bis wir sie dann auf einer anderen Schule getan haben. Ja, also, wir haben die von der Schule runtergeholt. Also, das ist echt. Weil das war selbst die Lehrer Handy gemobbt, ohne unterste Scheiß. Unterste Schublade. Also Leute, echt. Diese was machen, das sind echt asoziale, ey. Ohne Scheiß. Jetzt ist er auf einer Schule, wo es gut läuft. Hat Freunde und was weiß ich alles. Und, ja gut, jetzt geht's ja schon auf die Höherschule bald. Ja, auf, du kriegst die Saskia auch auf, halt. Wer hat sie, oder? Hoppla! Nein, ganz anders, da hocke mal. Weißt du warum? Ich mach beim 950. schalte ich die Abo-Anzahl aus, weil die kann man noch ausschalten, dass ihr gar nicht seht, wie viele Abonnenten wir haben. Und dann könnt ihr so euch ausdenken, weil dann sehen nur wir das. Aber so bösartig sind wir nicht, ne? Wir wollen ja keine Sachen verlieren, keine Abonnenten von da aus. Ich soll noch ein Dankeschön von unserem Member sagen, weil irgendjemand 200, was weiß ich, 50 Euro, glaub, gespendet hat auf sein PayPal-Kanal. Coole Leute. Danke, dass ihr ein bisschen was an die Kaffeekasse von dem Member gespendet habt. Ich weiß nicht, ob es jetzt war oder beim letzten Mal, aber. Aber danke. Fall. Der Mapper hat das Geld erhalten. Dass ihr was an dem Mapper da gelassen hat, ein bisschen was. Für seinen Strom und seinen Kaffeekasse, ne? So was kommt ja auch nicht von alleine. Ihr seid ja, ne? Besten. Top war, Kollege, ich will da raus. Hier, vor meinem Hof stehen. Der hat sich bestimmt vertan, der wollte bestimmt an uns spenden.
Ja, genau, also unser Donation-Account ist ohne Ton, naja. Nein, Spaß weiter. Hey, also bitte, nee. Wir sind über Abos, sind wir bis jetzt erstmal glücklicher wie über Spenden. Ja. Abos sind jetzt eher schon mal vorrangig. Ach, Ricky, hey! Lange nicht mehr gehört. Ave, genau, Cäsar. War doch irgendwas, oder? Ave. Maria, was? Ja, das geht auch. So. Hoppla. Oh, bei uns ist alles soweit frisch. Muss, ne? Läuft, läuft. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Wir sind nicht mehr in Quarantäne, das ist schon mal gut. Das hat schon mal viel zu essen. Ja. Ich saß nicht so laut, ne? Ich kann sagen, letztes Mal war es auch nur ein Tag. Dazwischen. Ja, jetzt sind dann schon ein paar da. Also. Oh Gott, das Name, weil geht's in WhatsApp ab? Acht Stück. Wow. Oh wie. Du Armer. Ja, das ist scheiße. Aber mittlerweile ist es ja so, ich glaube, dass nur derjenige, wo infiziert ist, in Quarantäne muss. Habe ich nämlich auch gerade irgendwas per App gekriegt. Ja, oder das, genau, außer dass Mine an Zäune fahrt. Ja. Aber das kennt der Ricky, denke ich. Der Zaun hat mich attackiert. Ja, der kennt der Ricky ja. Ja, der weiß das auch. Aber das lässt den Hockermann nämlich los, ne? Dass du anderen gegen Zäune fasst. Ja, das ist, Er guckt sich extra die Dinger hier an, um zu wissen, wie oft du gegen den Zaun fasst. Der zählt mit. Mhm. Deswegen freut mich ja schon drauf, wenn es denn irgendwann mal den... Universal Passenger Mode gibt. Mod gibt. Dann hocke ich mich die ganze Zeit bei dir im Traktor und dann filmen wir mal deine Fahrten. Das wollen dann sie. Ja, sie will ja nicht sein Zaun. Wäre ja auch bösartig, wenn sie jetzt extra mit zu dir fahrt und dann bei dir in den Zaun reinfahrt. Nee, das mache ich nicht. Nee, die weiß ja nicht, wo du wohnst, also von da aus. Genau. Dann geht ja mal Auto kaputt. Das ist schon genug kaputt. Haben auch bald voll. Ein bisschen und dann ist der teuer. Achtung, ich fand es bei meinem Auto heute so witzig. Der Tank ist leer. Nicht wirklich, ich habe gerade echt getankt. Ja, ja. Tanken Sie bitte. Also hat er in dem Display gestanden. Nee. War Notwehr vom Zaun. Ja, genau. Der Zaun plädiert auf Notwehr. Ja, das sowieso. Wenn sie es hat, wäre Quarantäne geringstens. Achso, du meinst uns? Ja, das kann auch sein. Ja. Dass ihr. Ja, es ist möglich, dass die Quarantäne, die Mini, ihr geringstes Problem ist. Also im Moment zocke ich noch mit der Tastatur, bis ich mir demnächst so einen beweglichen Arm für mein Mikro besorgt habe. Dann werde ich mit meinem Lenkrad zocken. Nur im Moment geht das nicht, weil ich habe jetzt nicht den überdimensionalen riesen Mega-Schreibtisch. Und wenn ich nicht das Mikro genau von meinem Mull nehme, hört ihr mich nicht. Deswegen geht das schwer mit dem Lenkrad. Aber Lenkrad habe ich. Im Normalfall zocke ich meistens nur mit Lenkrad.
Mal hier gucken, wir mal, dass wir wirklich die an nur die Kopfhörer hole, dass ich dann Headset kriege. Dass man mich dann auch besser versteht. Ja. Also einen Controller habe ich auch, aber damit zocke ich kein Alice. Oh, der ist schon uralt, gell? Ja, das ist so ein uralten Billo-Controller von was weiß ich was. Aber da ich so selten was mit Controller zocke, brauche ich sowas nicht. Ballerspiele spiele ich mit der Tastatur. LS mit Tastatur oder hier. Freispruch für den Zaun. Okay. Und Mine muss. Na, Mine hat den Zaun ohne Rücksicht auf Verluste einfach so attackiert. Ne? Ja. Kriegt die auch einen Freispruch oder? Ich bin schuldig gesprochen. Du hörst Mine, nicht, aber nicht immer. Das ist halt die Sache. Mein. Ich habe ja, ein immer Mikro drauf an. Vor mir und habe ein Headset, wo man das Mikro ein- und ausstecken kann. Und es ist ein bewegliches Mikro und das ist weitaus besser wie das, was sie jetzt gerade hat. Deswegen, nur ich will schon seit Wochen ein neues Mikro holen, ein neues Headset holen, aber kommt nicht zu. Okay, ich habe den Xbox-Ding da. Ja, das hatte ich dir mal zum Geburtstag geschenkt. Das Racing Wheel Overdrive. RWO, das Ding habe ich. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo es im Lade gab. Schon überall rumgeguckt, das andere hätte man müssen immer bestellen und ja. Oh weh. Echt? So hat wir es bestraft. Ja. Siehst du, ich hätte jetzt einen Arsch vorgegeben, da haben wir mehr von, aber naja, das ist ein anderes Thema. Jetzt tu mal, solange der Geo da ist, nicht so arg vertiefen. Sonst kommt demnächst seine Mama oder dein Papa und erzählen und fragen uns, warum wir ihren kleinen Jungen so versaut haben. Ja. Muss nicht sein. Ja, in der Zeit, wo der da auslag, kann ich mal hier gucken, was da. Ja, mal wieder nicht alles ordentlich. Ach du Scheiße, was Kartoffeln ernten. Servus, Philipp. Na, alles klar bei dir? Hi, Philipp. Alles frisch? Soll ich noch ein bisschen hier verbessern, da hat er nicht alles mitgenommen. Passiert nicht, keine Angst, das ist ja gut. Wenn das nicht passiert, dann ist gut. So. Dann fangen wir mal an. Also, nee, Spaß. Da hier mal kurz den Flickenteppich da mal. Was der Helfer da wieder angestellt hat, wieder wegmachen. Das ist gut. Ja, hab ich hier jetzt oben alles hier. Brauchst du nicht die Augen zu halten, du siehst uns ja nicht, ein Glück. Also für euch. Wollt uns nicht sehen. Wir sehen gruselig aus. Ja, jetzt übertreib man nicht, ne? Chill.
Aber Gio, was mir gerade mal so auffällt. Du bist jetzt 10 Jahre. Musst du morgen nicht in die Schule, dass du so lange wach bleibe. Hallo Tobias. Ah, Tobias, hi. Na? Dir auch einen schönen Abend. Genau. Wie geht's dir? Nee, Webcam lassen wir mal weg, Marc. Nein, Marc. War mir auch erzählt, warum. Nein. Erstmal noch nicht. Es kommt demnächst irgendwann mal eine Webcam, aber das dauert noch. Solange unsere Kinder noch so klein sind. Jeder kennt's, jeder, wo selbst Vater oder Mutter ist. Weil es ist ja nicht mal daran, dass wir nicht wollen, dass unsere Kinder oder sowas. Es liegt einfach daran, wir streamen hier im Wohnzimmer. Unsere Kinder sind klein. Wenn die mal nicht dran denken, stürmen die einfach so hier in den Raum rein. Und das ist nicht gerade gut, dass dann die gesehen werden, auch gerade in so einem Livestream, so eine Webcam auszuschalten. Meistens sind die Kinder schneller drinne, wie du eine Webcam ausgeschaltet hast. Und ja. Das ist auch mit der Gründe, warum, wieso, weshalb. Irgendwann wird es mal eine Webcam geben, darauf auf jeden Fall, aber das dauert. Müsst ihr euch noch gedulden. Wie war die Arbeit? Alles gut gelaufen? Passt nicht rein. Voilà, da bin ich ein bisschen schnell. Nee, das muss nicht sein, wenn die Kinder durchflitzen. Es ist ja auch die Sache, weißt du, wir sind nicht so, dass wir sagen, wir haben Angst oder wir genieren uns. Weil ich muss mir ehrlich eins sagen, jetzt nichts gegen andere Leute, aber es gibt schlimmere Leute auf im Internet. Vom Aussehen her, also von da aus alles gut. Daran liegt es nicht persönlich, aber wie gesagt, jeder, der Kinder hat, weiß diesen Flick. Oder die Kinder sind. Wissen, die sind flink und die sind mal ganz schnell in einem Video mit drinne. Wenn man sie hört, okay, das ist nicht so schlimm, aber gesehen werden, das möchten. Also, wir schon, nur die Kim nicht. Ja. Ja, 19 Zuschauer. Ui. Oh, warte mal, das war ein schlechtes Oben, gell? Jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, waren die weg. Ja, jetzt hat er sie wieder verjagt. Ja, bestimmt. Schön, dass ihr so fleißig zuschaut heute wieder. Ja, ne? War super. Klasse, freut mich. Was sagt ihr dazu? Der nächste Stream, die Karte hier, oder sollen wir mal eine Runde Nordermarsch streamen? Oder jo. Eine von den anderen, Medvedin oder Angelita Land oder was weiß der Geier? Die französische Karte, die ich nicht aussprechen kann. Ich konnte vorhin aussprechen. La. Keine Ahnung. La irgendwas. Prost. La Paix Français oder irgendwie so komisch. Oh, mit 2 Stunden im Stau. Ja, ich war bescheiden. Ich habe 2 Stunden im Stau gestanden. Ich bin LKW-Fahrer. Ja. Das nenne ich. NF Marsch. Gut. Okay, schon mal einer. Und NF Marsch. Das ist ja was anderes, oder? Das ist das Gleiche. Das gleiche. Nee, NF-Marsch ist die Nordfriesen-Marsch. Die, wo ich meine, ist die Nordermarsch. Ja, ist das das gleiche? Keine Ahnung. Nordermarsch, die meine ich. Das NF-Marsch ist ja, denke ich mal, eine ganz andere Map, oder Leute? Oder irre ich mich da jetzt? Wenn ja, dann Entschuldigung. Das überrascht uns. Ja, überraschen wir euch. Sagen wir es mal so, wir machen da am besten die, worauf wir gerade Bock haben. Kann trotzdem noch abstimmen, wenn er wolle. Ja, logisch. Okay.
Es ist egal, was aus wem. Das wollte ich gerade fragen. Das ist das eure eigene Map? Die, die wir gerade hier spielen, die ist von unserem Mapper, den wir privat kennen. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 8. Jetzt kommt. Ist die Nordermarsch? Gibt es, kommt am Donnerstag? Okay, ich hab die ja schon. Ich hab die vorhin bei King Mods runtergeladen. Außer du meinst die NF-Marsch. Ah, Grüße ist die, okay. Okay. Man lernt immer dazu. Hallo, Leon. Was hat das jetzt geheißen? Ihr habt 8 gesagt. Was willst du jetzt mit mir damit sagen? Cool, okay, auf TikTok kommt ein Edit. Cool, auf TikTok kommt ein Edit. Okay. Ich hab keinen TikTok. Nee. Was ist ein Edit? Ich bin alt. Edit ist bei mir, so haben früher die Frauen gehesen. Edit. Edit. Komm rein, Kaffee mache. Edit. Vielleicht ist die Edit auf TikTok. Das kann auch sein. Was macht ihr auf TikTok? Keine Ahnung. Die MF Marsch kommt am Donnerstag. Warte, wenn wir einmal aufpassen dann. Ja, cool, können wir die Welt mir dann mal an. Ist gut zu wissen, dann gucke ich mir nämlich mal an, wie die ist. Vielleicht machen wir auch mal einen Stream davon. Die wird zwar ein bisschen groß. Jo, warum nicht? Ja. Da habe ich jetzt da unten alles weg. Ja, hab ich. Gut. Ich werde mal schon mal fertig. Da muss ich mal düngen und kalken demnächst. Ja, mach ich aber das nächste Ernte. Genau. Ja, hat. Endlich. Richtig so. Du spielst das Spiel auch. Cool. Ja, geil. Siehst du mal. Wir auch. Sieht man ja. Ja? Bist du ja nicht. Ich fahre jetzt erstmal zum Job. Vielleicht hört er uns nur und hat gerade eine andere Seite offen. Achso. Kann er das nicht sehen? Mensch, unsere Stimme sind so schön, dass man uns nur hören will. Ne, deine. Klar. Und du hast schon gesagt, du hast eine schöne Stimme. Ja, das ist ja lieb. Ja. Frag mich zwar, was der gesoffen haben muss, als er gesagt hat, aber okay. Edit ist ein Video über ein besonderes Thema, das man sich davor aussucht. Zum Beispiel Fendt Schule Ass. Oh. Oh Gott. Wir sind echt alt. Okay, ich habe die. Danke für die Aufklärung. Danke für die Aufklärung. Und die NF Marsch habe ich im 19. nie gespielt. Die war mir immer zu groß. Ich habe mal zwar reingeguckt, da hat sie mir gefallen, aber gespielt habe ich sie nicht, weil ich mehr meiner Meinung her brauchst du dafür mehrere Spieler, wie nur 2 oder 3. Das ist ein bisschen zu heftig. Hier ist jetzt was anderes. Es ist genauso groß. Man bräuchte auch hier mehrere Spieler. Aber wir testen die Karte ja noch, ne? Deswegen ist die auch noch nicht draußen. Den kann auch da keiner mitspielen. So, warum fahre ich jetzt mit dem Ding hier wieder raus? Weiß ich auch nicht. Wenn ich fertig bin. Du, das nicht wäsch. Ja, ne? Warum sollen wir das wieso? So, ist die Frage, was ich mache. Warte mal jetzt. Bin fertig. Muss ich kalken bestimmt ein paar Felder. Ansehen, kann noch was ansehen. Mal gucken. Kann noch was ansehen. Okay. Ich glaube ja. Ja, Weizen und so ein Kram brauche ich nicht. Hier kann man nichts mehr ansehen. Dauert ein bisschen. Pappeln können die ansehen, aber die brauche ich nicht. Da siehst du mal, siehst du. Da, die Gio, ne? Hat hier gesagt, du hast eine schöne Stimme. Oh, danke schön. Und Hogemer, ne? Der hat drunter geschrieben: Engels- oder Teufelstimmen? Das ist die Frage der Frage. Tja. Ja, kommt auf die Situation drauf an, Hogemer. Wenn sie was will. Dann hat sie eine Engelsstimme. Ja, ne? Ne? Und bei anderen Situationen... Finde ich die Furie. Da ist eine kleine Teufelin.
Ja, ist voll lieb, dass ich gesagt habe, dass ich eine Stimme habe. Ja, ne? Deswegen sollst du ja auch singen. Ah. Und deswegen bei 1000 Abonnenten singt die Mine für euch. Ne? Wird ein Video hochgeladen, wie die Mine euch ein schönes Lied singt. Ja. Wie oft willst du das jetzt noch erwähnen? Das ja. Thema ist ausgeleiert. Bisschen was? Gras? Ja, habe ich ja schon. Hi. Bis wir 1000 Abonnenten haben. Was? Bandit Bandit. Hi. Na, alles fresh. 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 Ja, genau. Jetzt mal erstmal gucken, was ich hier machen wollte. Gras ansehen. Ja, Gras kann ich auch ansehen. Nee, Gras kann ich nicht mehr ansehen, oder? Ah, nee, das ist Gras, nicht Pappeln. Danke, Entschuldigung. Ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Die Frauen halt sind, genau. Ja, ne? Da sind wir auch froh, dass ihr dabei seid. Und auch gerade, dass du dabei gewesen bist. Und immer noch dabei bleibst. Ich wollte gerade sagen, manche kommen, manche gehen. Ja, so viele haben wir jetzt auch nicht verloren. Nee. Dann jetzt insgesamt von allen, die wir bis jetzt hatten, sind 3 oder 4 Stück weg. Kann man dir spenden? Ja, klar. Klar. Unten in dem Link. In der Beschreibung. Bei den Filtern. Da gibt es 2 Beschreibungen. Einmal für den Mapper. Geht ja drüber. Mapper. Ist der, wo die Map hier gemacht hat. Genau, und einmal uns. Für die Filter steht dabei, genau. Glaube ich. Genau, da oben steht für das eine kleine Spende Link an den Mapper. Das ist der erste Link. Und der zweite Link ist dann bei Tippystream für die kleine Spende an uns. Elsa Let's Play. Du bleibst bis zum Schluss, das ist gut. Ja, ne? Der Schluss wird wie immer 2,5 Stunden, 45 Minuten sein. So. Ich habe gemerkt, das ist eine gute Zeit für euch, ne? So 7:30. Immer mit Profis. Ach ja. Kann ja mal vorkommen. Kann mich auch mal verlesen. Ja, ne? Du Verschämtheit hier. Das will ich aber immer noch nicht, was ich machen will. Das will ich aber immer trotzdem noch nicht, was ich machen will. Kalken, da kann man gucken, ob ich irgendwo kalken muss. Da wollte ich erstmal noch ein bisschen, da muss er noch rumfallen, dass das ein bisschen schneller umschlägt. 124 muss gekalkt werden, oder habe ich was zu tun? Wo sind die 124? Muss ich jetzt glatt mal gucken, wo du dich umtreibst, aber. Ah, oh, du hast hier. Ja, das ist gut, was zu tun. Ist sogar eine Anhöhe, gell? Wenn ich mich nicht täusche. Er ist eine Anhöhe, deswegen werde ich am liebsten den Faktor hier wegmachen. Wir streamen jetzt noch bis um. Ja, ich weiß, den hatte ich aus Versehen vergessen reinzusetzen. Da habe ich selber das Problem gehabt, dass ich das nicht drin habe, den Spendenlink von dem Ding. Ne, wir haben doch gar kein PayPal, oder? Ne, wir persönlich haben kein PayPal, aber das kommt ja auf unser Konto. Achso, wie geht das? Soll ich gucken? Ich bin selber am überlegen. Tut mir leid, den PayPal-Spenden-Link, den muss ich noch einfügen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Das funktioniert. Das funktioniert, genau. Wie gesagt, wir sind relativ neu, sind noch nicht so lange dabei. Ich guck mal. Und die ganzen Sachen hier mit Stream und was weiß ich was ist, ja. Ja. Wenn es jemand weiß, kann das ja bitte mal schreiben. Kann man sich mit 2 Accounts so drüber anmelden jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich weitermachen. Ja, mach du mal weiter. Ich guck hier. Ich krieg da schon irgendwie hin. Das ist schön, dass dir der Stream gefällt. So, ja, genau. Ah, lass mich mal reingucken hier. Ja, ich wollte den jetzt wegpacken hier. Das wollte ich machen. So. Ja. Habt ihr DC? Was? Was ist DC? Keine Abkürzung, Leute. Außer die, die wir kennen. Wir sind nicht, also ich persönlich bin nicht der Hellste, wenn es um Abkürzungen geht. Ja, Glück, dass morgen frei ist, ja, siehst du mal.
Discord. Jetzt weiß ich. Ich weiß bestimmt Discord. Und wenn du das meinst, ja, da ist in der Videobeschreibung. Nur jetzt beim Livestream nicht, aber man kann mal ja so ein bisschen schwatteln. Ja. Wenn man nicht live ist, ne? Ja, DC Discord ist mir auch dann gekommen. Aber trotzdem danke, dass du es nochmal reingeschrieben hast. Wie gesagt, jetzt im Livestream, dann schwattelt man nicht so gerne mit Leuten, die wir nicht so gut kennen. Hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, du würdest uns irgendwie schaden, aber man weiß ja nie. Es gibt Leute, die dann plötzlich live dabei sind und dann irgendwelchen Schwachsinn auf einmal boop reinhauen, irgendwelchen Beleidigungen oder rassistische Äußerungen und dann auf einmal der Kanal hier einen Strike kriegt, weißt du. Deswegen live. Da können wir ein bisschen daddeln und irgendwann mal, kein Problem. Streamt ihr morgen wieder? Nein, alle zwei Tage. Jeden zweiten Tag streamen wir. Heute nicht. Das ist heute, also heute, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wieder. Nach Dänemark. Okay, cool. Dänemark, okay. Das ist bestimmt Arsche dort. Kannst ja mal erzählen, wenn du wieder zurück bist, wie es da war. Wenn du es schaffst, bis abends wieder daheim zu sein, wenn wir um 7:30 streamen. Und Samstag, müssen wir jetzt recht. Ja, und Samstag, ja. Alle zwei Tage. Wenn wir Donnerstag wieder streamen, dann streamen wir am Samstag wieder. Aber anscheinend geht das wirklich nicht, dass wenn man kein PayPal-Konto hat, kann man auch nicht mit PayPal spenden. Okay. Anscheinend. Wie gesagt, den PayPal-Link muss ich mal gucken, dass ich den irgendwann mal rausfinde, wie ich das denn in der eintrage. Dann wird er dabei sein beim Tippy-Stream. Ja. Aber jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, wir sind auch froh, wenn ihr abonniert. Unbedingt spenden braucht ihr nicht. Dankeschön. Ja, wir werden so weitermachen. Auf jeden Fall. Was? Und dann. Das Montag erst zurück. Ja, okay, dann bist du ja Montag da, ne? Wie gesagt, alle zwei Tagen und dann wäre der nächste Streamtermin am Montag. Ja. Erzählst du es uns dann? Ja, alles gut. Ja, das wäre eine gute Idee. Gesangsunterricht, ja, das wäre was. Nein. Ne? Kommst mir auf dumme Gedanken, gehst doch zu irgendwelchen komischen Castingshows. Nee. Ich versuche mal bis zum nächsten Livestream, dass ich dort auch in den Tippy-Stream auch PayPal eingebildet kriege. Ja. Und dann klappt das schon. So. Oh weh, jetzt kommt's gleich wieder. Jetzt bin ich gegen den Zaun gefahren. Oh. Jetzt gleich. Oh weia. Ich war zu schnell, hätte ein bisschen abbremsen müssen.
So, SWR sucht den Superstar. Ja, so ungefähr, ne? Pass mal auf, ne? Dings dann da und irgendwann entdeckt dich jemand, kommst du groß raus. Es wird aus so einem kleinen Spaßvideo irgendwann sogar noch was Großes, ey. Das wär was. Autodrive, also wir persönlich haben das jetzt noch nicht gespielt, aber da wird bestimmt irgendwas mit dem Punkt um Autodrive mit dabei sein, denke ich mir mal. Also in Autodrive, wir fahren bis jetzt immer alle selber. Ja. Aber laut Mapper wird es, hat er gesagt, lass mal kurz überlegen. Er hat gesagt, dass wenn die Karte draußen ist, werden ein paar Leute, die er kennt, so Kurse und auch Autodrive und was weiß ich, welche Dinger anlegen extra dafür. Also, irgendwas kommt bestimmt. Ich werde mal demnächst, wenn ich mal mit dem quatsche, werde ich mal fragen und dann werde ich euch Näheres dazu erläutern. Oh Gott. Da kalke ich jetzt eine Runde. Ja, du hast schon was zu tun. Da muss ich ja gekalkt werden, ne? Ja. GPS habe ich drauf. Aber kann ich mich nicht hin, kenne ich mich nicht mit aus. Ich habe bis jetzt diese Dinger immer umgangen. Ja, siehste, ich habe die Mine, wenn ich Hilfe brauche, und dann kann die mir helfen. Ja, ne? Ja, dann bist du das nächste Mal wieder dabei, denke ich mal, ja. Oh, naja, egal. Nächstes Mal bist du dabei. Und dann alles gut. Trotzdem ja. Danke, dass du da warst. Super. Genau. Mach's gut, ne? Bis dann, Leon. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ja, wenn die Kurse jemand eingefahren hat, dann kann man das auch mal. Dann hab ich sowas auch. Klar, logisch, aber selbst zu machen und selbst einzustellen, das wäre es mir dann zu, ja, zu schwer, ehrlich gesagt. Weil nicht, dass ich es nicht könnte oder nicht lernen wollte oder sowas. Das liegt einfach daran, dass ich es bis jetzt nie gebraucht habe. Weil, wo ich angefangen habe mit LS19, hat die Mine auch angefangen mit LS19 und ja. Deswegen. Oh, rast doch nicht so voll rumgefahren. Ja, Nacht, Philipp. Schlaf gut. Nacht. Ja, noch einen schönen Abend. Wann ist denn rum? Keine Ahnung. Das ist schön. Also begeistert mich. Ja, ne? Ist was. Wir haben 19 angefangen und wie gesagt, ja. Wir zocken meistens immer zu mehreren. Jetzt bei den Testen-Dingern jetzt und wo der Mapper jetzt erstmal mit seiner Karte beschäftigt ist, sind wir nur zu zweit, aber ansonsten sind wir auch immer zu dritt. Ja. Oder wenn er wieder einen Server auflegt, dann wird er sowieso wieder Spieler ranholen wollen. Und dann sind wir auch zu mehrere. Ja, siehst du, auf der PS4 gibt's sowas gar nicht. Ja, ist ein Skript, ne? Nur Skripte gehen bei der PS4 ja nicht, soweit ich irgendwas mal mitgekriegt habe. Oder gewisse Skripte gehen da nicht. Ja, das sowieso. Selber fahren macht meiner Meinung nach auch mehr Spaß.
Ja. Und außerdem muss ich auch ehrlich eins sagen, im 22er braucht man eigentlich solche Dinger meiner Meinung her sowieso nicht, weil der Helfer ist schon, er ist zwar noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber er ist schon weitaus besser wie im 19er. Das stimmt. Okay. Der ist dann so richtig von alleine, also wir sind keine Landwirte, deswegen. Der ist dann so richtig von alleine gefahren, oder was? Hast du eingestellt und der hat dann alles von alleine gemacht. Ist ja geil. Wenn so weit geht, was heutzutage alles geht, hä? Das stimmt, du wärst dann langweilig. Deswegen. Manche Sachen, so wie jetzt, wenn ich ein bisschen mich auch ein bisschen was Dummel was machen und dummer was machen, wenn du was zu tun hast, ja, aber wenn du dann nur ein Feld hast und dann alles den Helfer machen lassen, dann will ich ja nicht machen. Oder wenn du nur kleine Felder hast. 130 Abonnente. Was? Dankeschön, Dankeschön. Coole Sache. 130 Abonnente, das ist sowas. Cool, cool. Siehst du, dann dauert es nicht mehr lange noch ein paar Abonnente und dann können wir sagen, dann kriegen wir auch das Community-Ding, dass wir mit euch schreiben können. Und euch noch mehr unterhalten können. GPS geht, das ist geil. Ich hoffe, dass irgendwann mal der Mod rauskommt, wie früher, wo man dort den, die Miststreuer auch als Kalkstreuer benutzen kann. Weil dann hast du wenigstens mehr Volumen, weil. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt fahr ich. Bett spät, Leute. Jetzt fahr ich schon wieder gegen das Ding. Ja, hab ich früher mit drauf gehabt und dann hast du viel mehr. Also konntest du viel mehr mitschleppen hinten drin. Weil hier die ganze Zeit wegen mit 6000 auf so einem großen Feld rumzugurken, ist nervig. Stimmt. Ja, ne? Die ganze Zeit hat's geklappt. Die ganze Zeit. Und jetzt fahre ich schon zum Zweiten Mal jetzt dagegen. Ja, ja. Trinkst du wieder Tee mit Schuss? Oder Cola mit Schuss? Ne, der Tee steht noch drüben. Den habe ich bis jetzt noch nicht geholt, weil ich nicht dazu komme. Achso, ich gehe nur holen. Moment. Ja. Ja. Ey, auf sie rumzusprühen. Hm. Der müsste jetzt durchgezogen sein, der Tee. Ja, das sowieso. Wenn die Felder groß und lang sind, ist das schon eine Erleichterung, wenn man mir überlegt. Auch gerade in echt, wenn man da die ganze Zeit auf dem Gaspedal hocken muss und hier und dort rumschalten muss, ist das schon angenehmer, wenn man mal die Füße entspannen kann und was sich entspannen kann. Ne? Kann ich mir schon vorstellen. Wir sind nicht nur zusammen, Gio, wir sind verheiratet. Nur den Schuss, ja, kann auch sein. Ja, es ist kein Cola, kein Tee drin, da ist nur der Schuss drin. Ja, stolze 12 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Mhm. Wir sind 33. Also ich bin 33, die Mine 31. Ja, früh geheiratet.
Na, wenn du alleine spielst und dann so viele Felder hast und dann so viel auf Ammo zu tun hast, auch gerade da musst du zwei Felder, Dankeschön. Dann musst du zwei Felder fertig machen, musst du da und auch hier und allem drum und dran. 46, ist auch ein schönes Alter. Und nicht zu alt, auch nicht zu jung, ne? Muss man da, muss man überlegen, Wandit. In 4 Jahren bist du ein halbes Jahrhundert. Kannst du auch sagen. Wenn ich mal frage, wie alt bist du ein halbes Jahrhundert? Hört sich ja viel geiler an wie 50. Du arme Sau, ja, komm. Ich weiß, was du meinst. Und ich verstehe das, ja, ich bin eine arme Sau, aber das, naja, lass mal nicht mal die Miene hören, ne? Was war? Was war? Nix. Ja, über was redet ihr da? Zocker durch und durch, das passt. Das ist auch so meine Devise. Egal wie alt, zocken muss sein. Ich habe gerade nur gesagt, weil der Gio hier fragte, ob wir zusammen sind. Er hat gesagt, nein, wir sind verheiratet. Hatte Marc auch gesagt. Er hat gesagt, wir sind 12 Jahre verheiratet. Jo. Ja, und ist da hatte Hocke mal gesagt, ich arme Sau. Ja, ne? So lange die Zeit. Definitiv. Ja, siehst du, dann lass das gut schmecken. Ja. Ich werde vielleicht am Wochenende mal was trinken beim Stream. Oh weh. Ja, jetzt sieht da alles nicht, doppelt. Jetzt mich nicht voll saufen. Bring mal was zusammen. Na, Prost. Ja, weil ich bin rum, ist jetzt nicht so Cola rum, ist jetzt nicht so meins. Ich bin dann eher der Cola Whisky. Bin da eher der Fan von. Genau. Wenn er nicht mehr retten kann, du, ich stand bei dem. Er hat sein Mikro abgeklemmt. Ah ne, der macht hier die Aufnahme scheiße. Ja, klemm du mal mein Mikro ab. Ja, siehst du mal, wir sind immer bald alles alte Männer. Naja, aber wie ihr sagt, ne, solange man nach unten guckt und man sieht noch, ist alles gut. Also das ist dann die Chance zu singen. Ja, naja, ich trinke ja nur, nicht sie. Bei ihr reicht schon, wenn sie nur ein kleines Gläschen Sekt trinkt oder dran schnüffelt und dann ist sie schon weg. Flasch rum, oh, die beamt aber nicht, ne. Ah, ein bisschen ist auch nicht schlimm. Aber nicht für dich, du bist erst 10. Eine Flasche rum, siehst du, jeder hat es auf seinen Geschmack, ne? Du musst mal ausprobieren, ich habe rum noch nie getrunken. Keine Ahnung, vielleicht schmeckt es ja. In 11,5 Jahren werde ich ein halbes Jahrhundert, also immer Mark. Bei dir riecht es schon betrunken. Ja, siehst du, deswegen darf sie mir nichts machen. Weißt du, das muss ich mir selbst machen. Ja. Und wenn sie nämlich dann drauf trinkt oder drauf riecht, die hätte aber auch einen Vorteil, wenn sie dran riecht, ne, dann könnte vielleicht wird sie dann so schnell besoffen, dass sie dann schon früher singt. Also sagen wir es mal so, wenn ich ihn mische mit Cola, dann tue ich ja im Endeffekt was Schlimmes. Man mischt das eigentlich nicht mit Cola. Dann ist das ein Billig-Ding. Weil richtig so einen geilen Whisky tut man nicht mit Cola mischen. Aber wenn ich mal den so trinke, pur, dann muss das schon was Gutes sein. Ein richtig leckerer. Genau, desinfizierst die Organe. Das ist so gut die Einstellung. Auch gerade heutzutage. Hat noch keiner ausprobiert. So viel zu trinken, um dich zu desinfizieren. Und in, vielleicht kriegst du dann die komische Corona nicht. Komische Corona. Das ist ein bisschen sehr schlau, ne? Wow. Was?
Wie, keine zu bringen, aber kein Becher. Ah, nee, ich stehe auf. Doch, doch. Fahr du. Jetzt hau da ab. Babsack. Hat er ja schon wieder den Zaun gerammt, ja? Alter Schwede. Was tun guckst du? Okay. So, was? Ich, wo? Wer? Ja, 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 ja. Du hast irgendwie den Zaun wieder. Nein, 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 nein. Hab ich gar nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Noch nicht. Noch nicht. Das jetzt hier schon wieder. Hat schon wieder Licht angemacht. Also, genau. Jetzt kommen die Auswärts. Man muss bedenken, ich bin Dorf, ja. Dorfkinder dürfen früher saugen. Ach so, okay. Ja. Ja, man muss aber muss, auf diese Aussage, ne, wenn du mal älter bist und diese Aussage triffst, man muss bedenken, ich bin Dorfkind, da würde ich echt aufpassen. Da kann man auch zweideutig sehen, ne? Sag mal. Also sagen wir es mal so, die ältere Fraktion weiß da was mal. Ich denke mir mal, über Dorfkinder ja sagt, ne? Ne? Da sind meisten, da ist meistens, ne? Der Vater, der Bruder, der Onkel, ne? Naja. Wir kommen selbst vom Dorf, daher darf ich das. Nein. In drei Jahren fangst du schon nur zu trinken, alter Schwede. In drei Jahren. Und bis jetzt 10, mit 13 fängst du an zu saufen. Ja, mit 13, an 13. Geburtstag, hockt er dann unten im Keller mit der Flasche rum. Kommt die Mutter rein, wir erstmal vor Füße gekotzt. Mama. Ja, so gerne, gell? Ah, Hilfe. Bei Eltern haben nichts dagegen, wenn du in 3 Jahren saufst. Oh. Boah, hast du aber Respekt vor den Eltern. Tolerante Eltern. Das macht nicht, dort macht nicht jeder. Also wenn mal. Wenn meine Kinder mit 13 ankommen mit einer Pulle Whisky in der Hand, dann ja, ne? Das war die letzte Pulle Whisky für die. Die würden so viel saufen, die würden danach nie wieder trinken wollen. Glaub mir nur. Ja, und hi. Ach Gott, guck mal, er kann doch nicht. Oh. Muss dann noch mal reingucken, ob er irgendwas verpasst. Das ist so, wie man das über Lauten sagt. Was ist Lauten? Ach so, jetzt schnall ich. Lautern, was ist Lautern? Nee, Quatsch. Lauten. Was ist Lautern? Klär uns mal auf, ja. Lautern schreien oder lauter schreien oder was meinst du? Oder ist das eine Stadt? Lautern? Meine Schwester will mich beim 13. Geburtstag abfüllen. Halleluja, wie alt ist denn der Schwester? 14? Ja, dann erst. In 3 Jahren wird sie erst 14. Ja, hatte ich aber auch. Ich war, glaube ich. Ja, mit 16, ja, das kommt nachher. Ich habe mit 15, ich hatte russische Freunde und mit 15 bin ich geeicht worden von denen. Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist? Genau, wenn die Städter saugen, genau. Sagen, sind für Dorfkinder vorglühen. Richtig. So schaut's aus. Aber Hockemer, was ist Lautern? Du hast noch nicht die Frage beantwortet. Die ist jetzt 14, achso, okay. Achso, die ist dann 17. Ja, siehst du mal. Die darf ja dann. Ich google. Lautre. Stimmt, die Stadt. Google mal. Ich google. Lautre. Ach, Kaiserslautern. Ah, ja, davon habe ich gehört. So. Davon habe ich gehört.
die wir dich abfüllen. Warum? Siehst du, das ist wieder meine Devise. Leute, das ist wieder meine Devise. Er hat vorhin gesagt, er ist durch und durch Dorfkind. Seine Schwester will ihn abfüllen in 3 Jahren. Nein, Spaß, alles gut, war ein Spaß. Vergraulen die Zuschauer, Alter. Ja, Kaiserslautern kennen wir. Kaiserslautern kennen. Oh, ich quietsche. Ein Fußballfan. Ne, bin kein Fußballfan. Ich werde mir zwar jetzt Feinde machen, das ist mir egal, aber ich bin kein Fußballfan. Also, was heißt Fußballfan? Fußballfan ist ein bisschen übertrieben. Ich gucke Fußball, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich all jedes Spiel und alles sehen muss. Und wenn ich sage, ich wäre ein Fan, naja, ich will jetzt hier mir keine Feinde machen, aber ich komme aus dem Ruhrpott. Da gibt es ja meistens nur eine gescheite Mannschaft. Aber da sage ich jetzt nichts zu. Welche das sein wird, nein, das werde ich jetzt nicht sagen. Ich will mir keine Feinde machen. Die Männer von Wie lange Netze. Wir noch streamen? 12 okay. Minuten. 12 Minuten, die Zeit läuft. Die Männer in, vom in Lautre, im also in Kaiserslautern im Stadion, die war schon. Ja? Ist groß. Echt jetzt? Ja, ja. Ah, cool. Warum wusstest du das dann nicht? Weil ich erst mal drauf kommen muss. Lautre, Lautre. Es hat mir was gesagt. Bochum? Ich bin nur... Nein. Das ist, wie gesagt, ich sag's nicht. Vergiss es. Ist Kaiserslautern nicht auch momentan? Dritter nee. Oder vierter? Irgendwas. Sind, also ich hab mal mitgekriegt, die wären in der dritten Liga. Ja, das... Das weiß ich aber mehr auch nicht. Keine Ahnung. Oh, ich mach mal glaub gleich Feinde durch. Ist es nicht. Ein Schalke-Fan. Okay. Ja. Jeder hat seinen Lieblingsverein. Ja. Das erste Mal voll was hat mit deinem Vater um die Wette gewonnen und getrunken. Ja, das ist immer ein schlechtes Ding. Ja, im Gästebereich, das stimmt. Lautern ist zweite in der dritten Liga. Ah, okay, cool. Hat mir voll aufgeklärt über Fußball ja, ne? Hier. Bist du Lautern-Fan? Das sage ich nichts. Das sage ich nichts. Knapp vor deiner Mannschaft. Den er jetzt macht, er mich ganz bekloppt, jetzt fahr ich gegen meine Laterne. Ja, du. Du musst auch den Namen dazu sagen, ne? Nur mal so nebenbei, die wissen nicht, wer ich bin. Ja, doch, stimmt. Wer ich? Fragezeichen. Ja, sie meint dich, Wandit. Genau. Wandit. Bitte. 19 und 20 Uhr, Marc, nicht 200 Uhr. 200 Uhr, oh. Eine geile Uhrzeit. Wie spät haben wir es? 200. Okay. Okay. Uhr geht falsch. Bayern-Fan. Ja, warum nicht? Bayern-Fan, ich hab was Gutes. Ich hab an sich nichts gegen irgendwelche Fans, irgendwelche Mannschaften oder was ist ich was. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder hat seine. Lieblingsmannschaft, jeder hat sein Ding, kann jeder sein, wie er will, aber jeder hat aber auch seine bevorzugte Mannschaft. Und ja, meine bevorzugte Mannschaft ist Schwarz-Gelb. Auch wenn ich mir jetzt damit keine Freunde mache, aber es ist mir egal. Ich mag jeden Fußballverein, jeder hat seine Tradition, jeder hat sein Ding, jeder hat sein, wie gesagt, sein Verein, jeder hat geile, alle haben geile Fans. Wenn man sich das so anhört und alles im Stadion und allem und von da aus. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fußball-Fan, aber wenn ich eine Mannschaft bevorzuge, dann ist sie schwarz-gelb.
nur bevorzugt. Wie gesagt, ansonsten mag ich eigentlich alle Fußballclubs. Ich habe da eigentlich keinen Ding, wo ich sage, boah, wie ekelhaft. Braunschweig, nein. BVB 09. Handball, das war cool. Handball? Ja, das, ja. Im Wettsaufen, ja, oh je, jetzt habe ich auch schon. Ja, Wettfressen habe ich schon mal, ja, gute Sportart. Gibt's sogar, oh, wirklich. Wettfuttern. Wenn es was Leckeres ist. Hat LS-Bettwäsche, ja, du meinst Landwirtschaftsbettwäsche, ja, das ist okay. Die lasse ich mir gefallen. Genau. Ja, das ist immer dann. Mine ist Deutschland-Fan, ja. Das siehst du. Siehst du mal. Ja, dein Papa ist richtig gemacht. Ach was, jeder kann Fan sein, wie er will. Ja, ist jedem selbst immer los. Müsst ihr mal euch vorstellen. Siehst du mal. Ich kann das ich verstehen, Leon. Dein Vater ist BVB-Fan. Mein Vater ist Schalke-Fan. Ne? Von da aus. Ich kann da nicht mitreden. Nee. Leider nicht. Und jetzt hier auch kein Trauerflora. Ich kann da nicht mitschwallen. Und die Themenwechsel. Themenwechsel, genau. Musikrichtung. Das sind wir genauso. Oh weh, nee, das lassen wir lieber. Das ist ein. Das ist nicht gutes. Was? Musikrichtung ist nicht gut? Nein. Warum? Darum. Habe ich schon mal gedacht, auf Emo war voll positiv überrascht. Shit. Was hält ihr alle so für Mugge? Mugge? Mugge. BVB gegen Schalke, ja. Derby. Also ich sag, so ein kranker Fußballfan bin ich nicht. Er schon, aber ich bin da. Oh. Wenn die so Spiele spielen wie gegen Bayern oder gegen Schalke, da guck ich's mal, wenn ich's mitkriege, dass es gerade im Fernsehen läuft. Radio ist eine gute Aussage. Ja, welche, ne? Musikrichtung hörst du gerne? Radio. SWR, Big FM, RP1, was weiß ich, was alles noch gibt. Bayerisch Rundfunk. Das ist, ich war mit meiner Schwester immer saufen. Früher. Alles außer Freiwild. OB. Was? Wo? Der hört alles außer Freiwild. Oder Alexa. Oh ja, Musik Deutschrock und Metal oder Alexa. Danke. Wir sind sympathisch, das ist schön. Ja, ne? So schön, dass wir sympathisch sind. Das mit dem Freiwild habe ich dann mal überlesen. Oh. Ja, das ist ja die Sache, wie beim Fußball oder bei vielen anderen Sachen. Jeder hat da seine eigene Meinung und seinen eigenen Geschmack. Solange man dem anderen das nicht aufbürgt oder das dann zu schlechter haltet, der hört ja das, ekelhaft. Oder sozial. Oder sowas, ist doch alles gut. Es ist eine Musikrichtung, es ist ein Fußballclub. Die machen alle nur ihre Jobs. Sind auch nur Menschen. Sind auch nur Menschen. Auf welche Band können wir uns einigen? Was? Ich spiele auch Schlagzeug. Und wenn mein Lehrer. Und mein Lehrer hat mit seinen Schülern auf eine Wette gemacht,
Wer die EM gewinnt, ich habe gewonnen, wer ist. Okay. Den hast du gewettet auf Deutschland, denke ich. EM. Ja, nee, du hast. Warte mal, du gewinnt, ich habe gewonnen. Ja, okay, dann musst du ja, der sein, der gewonnen hat. Man muss ja den genommen haben, der gewonnen hat, ja. Keine Ahnung, ich habe die EM nicht so verfolgt, wir hatten gewonnen. Gab's bis dahin verfolgt, wo Deutschland rausgeflogen ist. Bin noch rausgeflogen. Achtung, Hofeinfahrt. Alle Idioten. Ja, händegleiche Geschmack eindeutig. Achtung, Hofeinfahrt. Ihr seid kleine Bissnäcken, ohne Scheiß. Warum hoffst du denn? Warum sollen wir 1000 Abos denn schaffen? Sollte da die Mine nicht vielleicht singen? Hm? Ja, ne, aber dann du bist jetzt in der Zwickmühle, ne? Warum? Naja, er mag hier Freiwild. Also ich denke mir mal, dass der dieses eine Mal Freiwild-Lied sich anhört. Das würdest du tun? Ja, um dich singen zu hören, denke ich mal, würde er das auch tun, oder? Ui, da würde ich mal ganz schön ist dann raus, du. Ja, guck mal, Krawallbrüder, Onkels, Kneipenterroristen. Onkels, wei, wei. Onkels, sie haben aber auch gute Lieder. Also. Ja, klar. Logisch, Krawallbrüder, ja. Habe ich schon mal was von gehört, aber jetzt nichts gehört. Aber Kneipenterroristen, das sagt mir jetzt nichts. Tote Hose, so na gut, sind zwar schon Rentner, aber Onkels. Sind zwar fast Rentner. Singe tun sind sie noch. Schon Rentner, aber... Du bist freundlich. Jo, wenn wir jetzt haben, erleben. Hoffe ich mal. Wenn du bei uns bleibst, überleben wir das definitiv. Mehr. Also wenn so in 80 Jahren ihr 1000 Abonnenten sind. Ich muss singen. Nein, das wollt ihr nicht hören, glaub mir. Also da hat die Mine wirklich die bessere Stimme. Ihr wollt mich nicht singen hören, glaub mir. Das wollt ihr nicht. Ich könnte mich an wie so ein krächzender Fasan. Die Katze wieder der Bärschnur und ich wollte gerade sagen, das letzte Mal, wo ich gesungen habe, waren zwei Katzen unserer Nachbarin weg. Nein, Spaß. Die haben sich vors Auto geschmissen. Siehste, Tobias wird dir zuhören, wenn die Mine singt. Das ist schön. Ich wollen die alle singen hören. Ja, ich weiß auch nicht, ihr seid doch richtig heiß drauf. Ja, logisch. Heiß auf deine Stimme. Ah, okay. Also ich finde meine Stimme grauenvoll. Ganz ehrlich, ich hänge mich auch wie Kerl. Okay. Ich weiß ja nicht, wem du zuhörst, aber ich würde echt mal zum Ohrenarzt gehen. Oh Gott, Hilfe. Ich würde echt mal zum Ohrenarzt gehen, ohne Scheiß. Miau. Miau. Eine Muschi, eine Katze. Ja, deine Stimme ist besser als die meiner Lehrerin. Soll ich dir was beibringen, mein Kind? Nein, das hören wir jetzt mal auf, wenn es 10 Jahre. Also, die. Nicht so! Oh Gott. Siehst du, der Tobias mag auch deine Stimme, ist so schön. Das ist schön. Also, hier, soll ich dir was beibringen, mein Kind? Hallo? Der ist 10. Ich hab das so nett. Ja, guckst du Raft? Von uns bestimmt, ne? Cool. Nee, ich kann da nicht viel beibringen, was Schule geht. In Mathe bin ich eine Katastrophe. Du bist eine einfache Katastrophe. Die Katzen haben sich die Kugel gegeben, ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Die haben mich gehört und sind in den Häcksler vom Nachbar reingesprungen. Oh Gott. Schnappatmung. Ja, ne? So, liebe Leute. Klar, wie geht's? Punktum, wenn der Stream zu Ende ist. Ne? Ja, ihr könnt noch kurz quatschen. Wir quatschen jetzt mal noch 2-3 Minütchen. Und dann war's das auch für heute. Das Ganze geht schön am Donnerstag weiter. Da könnt ihr gerne wieder alle dabei sein. War wieder ein richtig geiler Stream. Ah, hat Spaß gemacht.
Ja, war richtig geil, muss ich sagen. Bin zufrieden. Ihr seid eine echt geile Truppe. Wenn Lehrer sagen, eine Zigarette verkürzt das Leben um 5 Minuten, dann sage ich, Schulstunde um 45 Minuten, aber das ist auch ein guter Spruch. Ja, warum nicht? Okay, gibt's aber auch so einen Spruch, oder? Eine Zigarette verkürzt das Leben um 5 Minuten, eine, was? Sex um 10, um 10 oder 20 Minuten, also Vögel bis der Arzt, bis um euer Leben oder irgendwas, war doch da irgendwie ein Spruch, gibt's doch da. So ein Spruch, ja. Na, wenn er denn jetzt gekannt hätte, ne? Wenn dann er den jetzt kennt, ne, dann. Genau, chill bis die Tage, schönen Abend, Matze, tschüss, Hockermeier. Wenn die wie eine Lehrerin wäre, würde ich extra wieder nicht. Bis dann, Matze. Ciao, ciao, Leute. Glaub mir, ich bin keine gute Lehrerin. Kommt drauf an, warte, was du ihm beibringen willst, ne? In Bierwurst ist gar kein Bier drin, ja. Nicht? Ja. Ja, genau. Achtung am Zaun. Ja, du pass ich auf. Ach Gott, ihr seid alle so lieb, ohne Scheiß. Ich würde die Schule wechseln, das glaube ich in Gio. So, wie gesagt, nächster Livestream ist Donnerstag, 19.30 Uhr. Genau. Was wir da zocken, das werde ich, wie gesagt, morgen entscheiden. Dann werdet ihr es wieder geplant sehen, was da gezockt wird. Vielleicht mache ich nochmal NDS. Vielleicht auch nochmal, vielleicht machen wir auch den Nordermarsch. Wir sehen es, wie ich Bock habe. Euch auch noch allen einen schönen Abend. Das war's für heute, Leute. Ihr wart fleißig dabei. Viele Abonnenten wieder hier bekommen. Sau geil. Alle haben gut mitgemacht. Marc, danke, dass du so schön moderiert hast. Ja, und ja. Bleibt alle gesund. Bleibt alle gesund. Bleibt uns erhalten. Mit euch macht's Spaß. Ja, definitiv. Ihr seid echt Hammer. Bis dann, Leute. Das war's von uns, Pfälzer Let's Play. Wir sehen uns. Mino und Timo sagen adieu. Ciao. Tschüss.